So, hallo und herzlich willkommen im Wald auf der Bank. Es gibt hier übrigens schöne Aussicht, nur kurz zum Zeigen. Ne? Später gucke ich vielleicht, dass ich mal so rum in der Kamera sitze. Jetzt erst mal kurz zum Zeigen. Aber hier ist eine Rückenlehne. In die Richtung. Außerdem ist von der Akustik her besser, weil vom Tal kommt die B462 tontechnisch halt doch ein bisschen hoch. Und wenn ich das Mikro davon so halbwegs wegdrehe, dann sollte das von der Geräuschkulisse her etwas besser sein. Davon abgesehen rauscht unser Fluss. Es ist also so eine Mischung aus Straßenrauschen und Flussrauschen. Der hat nämlich Hochwasser. Darum bin ich auch auf den Berg gestiegen, in der Hoffnung, dass die Akustik hier in Ordnung sein wird. So, das war Disclaimer Nummer 1. Es kommen heute viele Disclaimer. Wer mich noch nicht kennt, oder da keinen Bock drauf hat, dass da so viele Disclaimer kommen, der darf die gerne überspringen. Wer das auch nicht möchte, der darf gerne auch einfach wieder ausmachen und was anderes, sein Recht in Anspruch nehmen, was anderes zu gucken. Das ist auch vollkommen selbstverständlich sehr, 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 sehr in Ordnung. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Da können wir auch friedlich beide miteinander im Reinen sein, dadurch, dass wir uns gegenseitig nicht groß zur Kenntnis nehmen. Ne? Das finde ich voll in Ordnung. Gut, zum Disclaimer. Das ist, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, jetzt mein zweiter Versuch, ein bisschen was zum Survival Squad zu erzählen. Der erste Versuch, den habe ich so ein bisschen versteckelt. Streng genommen ist er noch nicht offline, aber versteckelt ist er. Das liegt daran, dass sehr harsche Kritik gekommen ist für meine sehr harschen Worte. Für den Ton, den ich da verwendet habe beim letzten Beitrag, möchte ich mich auch tatsächlich entschuldigen. Es ist nicht angemessen, da allzu genervt zu klingen. Und Antipathie, die ich zumindest für einen der beiden Teilnehmer ein bisschen empfinde, ein bisschen, nicht nur, nicht vollständig, bin da ambivalent dem Otto gegenüber, aber es ist nicht gut, wenn das durchklingt. Ne? Und das ist unprofessionell von mir gewesen, tatsächlich. Ich hatte einfach einen Tag Zeit, ich wollte das dann da aufnehmen, weil da ein Tag Zeit war, war aber eigentlich gar nicht in der Stimmung, was aufzunehmen und das Resultat ist dann nicht unbedingt... Ja, für manche vielleicht so trotzdem ganz lustig gewesen, aber entspricht nicht dem Standard, den ich persönlich aufrechterhalten möchte. So, also was das angeht, wirklich herzliche Entschuldigung. Kann ich versprechen, dass das nicht nochmal vorkommt, aber ich gebe mir Mühe. So, daher diesmal jetzt wieder ruhig und sachlich möchte ich jetzt erstmal im Rahmen eines langen Disclaimers, wie schon angekündigt, erstmal erklären, warum mich denn das so gestört hat. So. Erstens, ich bin gelernter Wissenschaftler. Dinge zu hinterfragen und zu analysieren ist mein Beruf, mein Lebensinhalt, meine Berufung und macht mir großen Spaß und ist für mich essentieller Bestandteil meines Seins, so wie Atmen. Ja? Das muss man natürlich zu mir wissen. Man kann mich deswegen nicht mögen, man kann sagen, oh Gott, was bist denn du für einer? Das ist völlig in Ordnung, aber das ist die Grundlage, mit der ich hier rausgucke und in die Kamera gucke und eben Zeug erzähle. Das bedeutet, wenn ihr das nicht haben wollt, dann seid ihr hier einfach schlicht und ergreifend wahrscheinlich nicht besonders gut aufgehoben und das ist auch völlig in Ordnung, normal. Ne? Und damit kommen wir jetzt zum Beispiel Otto, beziehungsweise dem Ex-Elite-Soldaten, kugelsicherer Survival-Experte Otto. Weil das sind Attribute, die er sich selber ausgesucht hat. Niemand hat ihn gezwungen, sich als Survival-Experten zu bezeichnen, was er selbst zwar nicht wörtlich tut, was aber so überall steht. So, das Ganze wird jetzt ein bisschen zusammengestückelt, deswegen klatsche ich da immer mal wieder für Voice-Over-Zwecke ein bisschen anderes Bildmaterial rein. Ne? Wie man sieht, zwei Teddys beim Kuscheln. Und ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen was erklären. Also ich hatte mich letztes Mal ja auch darüber aufgeregt, so Begriffe wie Elite-Soldat, Survival-Experte und so weiter und so fort. Das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass mir solche Begriffsdefinitionen als gelernter Wissenschaftler nochmal, das ist mein Beruf, das ist essentiell für Forschung, damit man eben weiß, dass man von derselben Sache redet, dass man klare Definitionen hat, dass man sich auch gegenseitig versteht. So, das lassen wir jetzt mal alles außen vor. Ich habe bei dem Zeug, was nachher kommt, hin und
und wieder mal so einen kleinen Moment, wo es vielleicht ein bisschen schnippisch und ein bisschen schwarzhumorig und böse, ich mich ein klein wenig darüber lustig mache, dass ja der Elite-Soldat, kugelsicherer Otto, das ja vielleicht besser hinkriegen sollte. Das ist halt ja ein Stück weit Humor. Ja, das mag euch vielleicht nicht gefallen, aber kugelsicher hat er sich ja selber genannt und das mit dem Elite-Soldat, naja, zumindest kommt das im Trailer. Es ist wohl inzwischen diskutiert worden, ob das einfach der Cutter vom Fabio so reingeschnitten hat und der Otto wusste das gar nicht und ist damit gar nicht einverstanden. Aber naja, so richtig dagegen gegangen ist er im Zweifelsfall jedenfalls nicht. Ne? Und das sind halt schon große Begriffe, weil zum Beispiel Elite, das ist wirklich das Beste vom Besten, das sind die Tollsten der Tollen. Wenn man sich da dazu zählt, da muss man schon ziemlich von sich selbst überzeugt sein. Das darf man ja schon, wenn man da auch wirklich dazu gehört und sehr davon überzeugt ist, dass man zu den Tollsten der Tollen funktioniert. Und vielleicht stimmt es ja auch. Aber ja, das sehe ich halt jetzt so nicht. Jedenfalls, vielleicht ist er ja auch gut für einen Soldat sein. Das ist ja nicht nur Survival-Training und Survival-Ausbildung und Feuer machen können, sondern das ist ja vor allen Dingen eben tatsächlich Kriegsführung. Und ob er das jetzt toll kann, das werden wir hoffentlich nie herausfinden müssen. Und dementsprechend, ja, ne? Also ich gebe gerne zu, dass das so ein bisschen Tüpfelschisserei ist, wenn man sich über solche Begriffe da unglaublich viele Gedanken macht. Und es nervt mich natürlich trotzdem ein wenig. Es nervt mich grundsätzlich immer, wenn sich jemand Attribute anheftet, wie der größte, schönste, schnellste und so weiter und so fort zu sein. Ja, ohne das so richtig begründen zu können. Aber ja, das ist so ein bisschen ein persönliches Problem von mir, ne? Einfach nur, damit ich das nochmal erklärt habe. Und das wird im Folgenden hier und da sicherlich nochmal ein bisschen durchklingen. Ich gebe mir Mühe, es hier und da auch nochmal rauszuschneiden. Aber ne, einfach nur, dass er da Bescheid wisst, um dem Ganzen ein bisschen an Schärfe zu nehmen. So, und damit weiter im Text. Also, Fabio ist Extremsportler, die Begrifflichkeiten, die auf den Otto zutreffen. Von mir aus auch noch der Elite-Soldat, aber in Kombination mit Bulletproof sein und Survival-Experte. Das zeigt er nicht. Das zeigt er nicht. Und das hat er bei Seven Roses Wild Staffel 2 nicht gezeigt. Da hatte er auch, und das kommt noch erschwerend dazu, da kenne ich einen konkreten Fall von Große Klappe, nichts dahinter. Da hat er behauptet, er könne hier easy Feuer machen. Als er irgendwann mal am Strand stand und gleichzeitig gemeint, dass er gar keine Lust hat, hier irgendwas anzuzünden und so weiter und hier die Natur nicht weiter kaputt machen möchte. Aber er könnte hier easy Feuer machen. Zitat. Ja. Später hat er dann versucht, easy Feuer zu machen und ist glorreich daran gescheitert, da easy Feuer zu machen. Also auch Selbstüberschätzung. Ja. Diese Selbstüberschätzung, und jetzt fangen wir mal an mit Survival Squad, ich mache da aber nachher nochmal einen schöneren Übergang, hat er auch gezeigt bei seinem Versuch, das erste Feuer da in Kanada zu machen. Hat ein paar Stöcken gesammelt und zum Fabio gemeint, es gibt ein Mini-Feuer, aber ein kleines Feuer gibt's für den Kopf. Er war also davon überzeugt, dass er da wieder Feuer machen kann. Der Elite-Survival-Experten-Soldat, der kugelsicher ist. Ja? Und was hat er hinbekommen? Kein Feuer. Und Irren ist menschlich. Ja, es ist hochgradig arrogant, dann wiederum von mir jetzt nicht jetzt so zu tun, als könne man nicht mal einen schlechten Tag haben, als könne es nicht mal passieren, dass auch jemand, der in etwas richtig, richtig gut ist, mal so neben sich steht, weil zum Beispiel nichts gegessen hat. Wäre ja nachvollziehbar. Dass es mal scheitern kann, etwas zu tun, woran man normalerweise sehr, sehr gut ist. Das ist bestimmt jedem von uns schon mal passiert. Das passiert auch mir. Ich bestimme auch schon mal einen Baum falsch, ärgere mich dann zu Tode und freue mich, wenn mich jemand darauf hinweist, dass ich gerade den Baum tatsächlich mal falsch bestimmt habe. Das kommt nicht allzu oft vor, aber hin und wieder kommt das vor und das ist natürlich peinlich. Und da bin ich dann in diesem Zusammenhang dann wirklich dankbar für mich selbst, für mein Selbstverständnis, dass ich mich nicht als Mighty Waldexperte, der Allwissende, bezeichnet habe, sondern bloß als ein Mann im Wald und Forstwissenschaftler. Und für Letzteres habe ich einen Zettel. Ja, also ich habe wirklich einen offiziellen Zettel und das ist schön. Also nicht, dass man für alles einen Zettel braucht, das ist scheiße. Aber, dass ich mir in diesem Zusammenhang halt eben meine Lorbeeren nicht selber stricken muss, sondern
mich auf das verlasse, was ich habe, beziehungsweise darauf beschränke, was ich habe. Ich habe ja auch keinen Doktor. Ich hätte gern einen Doktor. Wäre ich ein Doktor, würde ich mich wahrscheinlich auch überall hier unten nicht Ben, sondern Doktor Tüxen einblenden. Und würde mit so dicken, ja, ihr wisst schon, durch die Fußgängerzone gehen und hallo, meine Visitenkarte, ich bin Doktor Tüxen. Könnte passieren. Zumindest mein junges Ich würde das so machen, ja. Aber wäre ich dann scheiße? Mit ziemlicher Sicherheit. War ich schon in meinem Leben viel zu arrogant? Mit ziemlicher Sicherheit. Da gab es Phasen, definitiv. Und daraus habe ich gelernt. Und ja. Und wenn du so arrogant bist, ja, dass du dich als super krass darstellst, dann aber so fundamental bei den Grundlagen des Feuermachens versagst. Fundamental. Was menschlich ist. Was jedem passieren kann. Was überhaupt nicht weiter beachtenswert wäre für mich, wenn da nicht ich bin Elite-Soldat, Survival-Experte, kugelsicher dabei wäre. Ja, und tut mir leid, wie gesagt, ihr könnt den Otto klasse finden, aber für mich ist das grundlegend unsympathisch und das kann ich nicht völlig ignorieren und wegdenken. So, davon abgesehen kann man super Spaß mit dem Survival Squad haben und zum Begriff Survival muss ich nachher auch nochmal ein paar Takte zu sagen und auch da nochmal erklären, warum mich persönlich das stört. Und wenn ihr das anders sehen wollt, gerne, ja, aber hasst mich nicht deswegen. Authentizität, oder das dürft ihr theoretisch schon tun, das wäre halt nur gemein. Authentizität ist doch so furchtbar wichtig hier auf Social Media. Ja? Wir Influencer, die wir alle unsere Fratze in die Kamera halten. Das ist doch gerade das Erfolgsgeheimnis, weshalb auch YouTube beliebter geworden ist als das Fernsehen, weil halt die Leute nahbarer sind, nachvollziehbarer sind, teilweise wirklich sie selbst und keine Kunstfigur. Manche schon, selbstverständlich, auch das gibt's, aber doch mit einer gewissen, bei vielen Influencern doch mit einer gewissen Authentizität zu rechnen ist. Ja, und ich kann mich jetzt auch nicht so weit verstellen, so tun, als wäre ich total begeistert von der ganzen Nummer. Oder ich könnte einfach, weil ich nicht begeistert von der Nummer bin, mich jetzt hinhocken und sagen, ja, dann rede ich nicht drüber. Und das war mein erster Impuls, nachdem eben die Reaktion von einigen von euch so negativ ausgefallen ist. Und den entsprechenden Post dazu lasse ich auch stehen. Aber ich glaube, ich habe mir das nochmal anders überlegt. Ich werde da auch nochmal die eine oder andere weitgehendere Konsequenz vielleicht rausziehen, möglicherweise tatsächlich einen Reaction-Kanal aufmachen, weil das scheinbar jeder tut. Ich verstehe den Sinn nicht ganz, aber dadurch, dass es jeder tut, wird es wahrscheinlich einen Sinn geben und einige von euch haben das vorgeschlagen, darunter auch zwei Prominente. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und vielleicht mache ich das. Es widerstrebt mir irgendwie, never change a running system, aber in dem Zusammenhang wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Wenn, dann hole ich es noch per Voice-Over nach und ansonsten hole ich jetzt mal meinen Zettel raus und dann kommen wir zum sachlichen bzw. Inhaltsteil. Ja, hab tatsächlich noch was zu ergänzen. Hier nochmal entspannte Bärenbilder zum Entspannen und ganz ruhig bleiben, auch für mich. Ne? Seht ihr, der Bär hat große Zähne und ansonsten kratzt er sich auch nur hinterm Ohr. Oder was immer er da genau macht. Egal. Jedenfalls möchte ich nochmal zwei Punkte anmerken, die mich persönlich wirklich so ein bisschen aus der Illusion rausgerissen haben. Ich habe mir das Survival Squad Gedönszeugs auch erstmal ganz gerne angeguckt, im Großen und Ganzen, trotz allem Gemecker. Im Grunde habe ich es ganz gerne angeguckt, aber inzwischen gibt es zwei wesentliche Faktoren, neben ein paar Fehlern, die wir jetzt auch gleich noch im Detail ansprechen, weil wir da draußen ein bisschen was lernen können. Das ist immer praktisch, wenn man aus Fehlern anderer lernen kann, dann muss man sie nicht erst selber machen, ne? Einfach wirklich eine praktische Angelegenheit.
Aber was mich wirklich so ein bisschen stört und was zum Teil für dicke Luft bzw. Stinkigkeit eben meinerseits zu dieser Survival-Squad-Nummer geführt hat, sind erstens der Umgang mit dem angeblichen Bärenangriff und zweitens, dass sie auf einmal Boote ausgepackt haben. Ne? Erstmal zum Bärenangriff, dazu sage ich nachher noch ein bisschen was. Das ist auch kein Zufall, dass wir hier gerade Bären-Content haben. Das wissen wir nicht, ob da jemals ein Bärenangriff stattgefunden hat. Das kann man anhand dessen, was da an Bindmaterial vorhanden ist, beim besten Willen nicht erkennen. Und jetzt kann man natürlich, und das verstehe ich ein Stück weit aus Marketing-Sicht, hingehen und sagen, ja, das ist jetzt ein Bärenangriff. Und das war ein Bärenangriff. Aber als Fastbiologe, ne, der sich mit Wildtierbiologie intensiv beschäftigt hat und nach Konsultation diverser anderer Leute, die auch, die sogar ganz Biologe sind und andere Leute, die sich auch mit dem Thema Bär auseinandersetzen und eben diversen Reactions und auch zum Beispiel Fritz Meinecke, der nicht verstanden hat, wo da jetzt genau der Bärenangriff gewesen ist und ob da sehr verwirrt war aufgrund dessen, dass da was fehlt. So ging es mir nämlich genauso. Also ich bin da nicht alleine mit. Diese Bärenszene ist für mich schon ein bisschen sehr, sehr, sehr clickbaitig, die entsprechende Folge. Und das hat auch funktioniert. Die hat nämlich mehr Aufrufe als die restlichen Folgen, da eben zu suggerieren, dass da ein Bärenangriff stattgefunden hat. Und das ist vor allen Dingen, um den Bär nicht schlechter dastehen zu lassen, als er ist, ist das auch fürs Image vom Bär. Für mich persönlich ein Problem, weil ich nicht möchte, dass der Bär ein schlechteres Image bekommt, als er tatsächlich haben sollte, weil das im Grunde schon Tiere sind, die zwar wehrhaft sind und großen Schaden anrichten können und ja, die töten auch regelmäßig Menschen, das kommt vor, aber sie machen das im Regelfall nicht völlig unprovoziert, kommen aus weiter Entfernung auf einmal angerannt und ohne zu stoppen rennt er weiter und greift Fabio und Otto an, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken. Das ist super, super, super unwahrscheinlich, dass es dazu gekommen wäre, wenn sie nicht einen Warnschuss abgegeben hätten. Und ja, das ist schon ein bisschen, das könnte theoretisch sein, ist aber einfach super, super unwahrscheinlich. Und das ist jetzt wieder so ein kleines Detail vielleicht für den einen oder anderen, ja, ob das jetzt ein Bärenangriff oder nur eine Bärenbegegnung und so weiter und so fort gewesen ist. Aber das ist zum Beispiel super wichtig für die Bärenangriffsstatistik und das ist dann für Naturwissenschaftler ein Biologen, Wildtierforscher, essentiell zu wissen, ob es sich jetzt wirklich um einen Bärenangriff dokumentiert oder, naja, könnte irgendwas gewesen sein, handelt. Ja, und es ist eindeutig nach dem aktuellen Kenntnisstand und nach dem, was man da sehen kann und was da dokumentiert wurde, nur ein Bären-Irgendwas. Ein Bär, der sich nähert und was weiter passiert wäre, hätte man nicht geschossen, wissen wir nicht. Aber ja, ne? Also wir wissen es schlicht nicht. Und das hat mich schon so ein bisschen geärgert, einfach auch, um diesem Tier hier nicht zu unterstellen, dass es einfach so aus nix auf Leute zurennt, um die dann einfach so anzugreifen, weil das machen Bären so. Das ist nämlich halt eben de facto definitiv nicht der Fall. Also da kann man jeden wirklich echten Bärenexperten da draußen fragen, ne? Die werden das alle bestätigen. Und da reicht auch mein bisschen Wildbiologiewissen an dieser Stelle wirklich vollkommen aus, um da sich 100% sicher zu sein, dass das sehr, sehr übertrieben ist. Und das stört mich wirklich sehr. Einfach weil das ein wunderbares Tier ist und wir müssen es nicht brutaler darstellen. Ist überhaupt nicht notwendig. Die sind schon kräftig genug und ich finde dieses Bildmaterial hier auch beeindruckend genug, um sich klarzumachen, dass man da nicht mitspielen möchte. Ja, also ja, stört mich. Stört mich wirklich. Ja? Muss euch nicht unbedingt stören, aber will ich einfach nur mal gesagt haben. So, kommt aber nachher nochmal in irgendeiner anderen Form, die ich dann ein bisschen abkürze. So, zweiter Punkt, weshalb ich wirklich große Schwierigkeiten mit dem Survival Squad habe und da keinen Spaß mehr dran habe, ist diese sehr, 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 sehr herbeikonstruierte Trailer- bzw. Intro-Situation, wo es zumindest in den ersten Folgen hieß, dass sie 300 Kilometer zu Fuß gehen. Ja, sollte das ein Fehler sein, dass das da behauptet wird, dann ist es aber ein so folgenschwerer und ein so essentieller Fehler, dass ich das auch,
Ich fühle mich da belogen, tatsächlich. Ja, weil eben dieses Intro wortwörtlich von 300 Kilometer zu Fuß spricht. Ganz interessant, wenn man beim Otto auf die Website guckt, dann steht da, es werden 300 Kilometer zurückgelegt. Da steht kein Piep von zu Fuß gehen. Ist ganz interessant. Ne? Aber in eben diesem Trailer, Intro, Gedöns und so weiter ist noch von zu Fuß die Rede. Also keine Ahnung, wer das verbockt hat, aber das hätte man dann, wenn es ein Fehler ist, von Anfang an klarstellen sollen. Weiß nicht, wo das passiert ist, falls das passiert ist. Dann ist es aber so leise passiert, dass es niemand mitbekommen hat. Das heißt, das zählt dann auch irgendwo nicht, wenn es keine echte Klarstellung, die richtig öffentlich gewesen ist, gewesen sein sollte. Ne? Aber so wirkt das jetzt so, als hätten sie einen bis, keine Ahnung, wo sie die Boote auspacken, am Ende von Folge 6, glaube ich. Als hätten sie einen wirklich angelogen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Versprechen aus dem Trailer bzw. aus dem Intro so richtig ist, so nach dem Motto, die laufen jetzt 300 Kilometer querfeldein durch die Wildnis, ohne Proviant, mit riesigen, superschweren Rucksäcken als Gepäck, und das in Kanada, ja, dann wäre das eine sensationelle, krasse Extremstleistung sportlicher Art, ja? Mit nur ganz wenig Proviant. Oder halt, wenn sie dabei tatsächlich sogar noch so viel Proviant gefunden Mega. hätten, dass sie nicht Ja, abgemagert nicht wären, so. dann wäre das nochmal viel, viel, viel krasser gewesen. Proviant viel Quatsch. Und ja, Ja, jetzt hast du darauf schon hatte ich mal mich die über 4 eingestellt, weil Minuten das Badespaß suggeriert der erklären. Trailer. Jetzt Was gehst du es 4 in Minuten Wahrheit aber tatsächlich Montagne ist, und Landspaß ist, erklären. sie laufen Dann würde ich mich 50 leider noch einen Bogen Kilometer mit machen. super schweren Rucksäcken, mit 5, 6, 7 Kilometer Tagesstrecke, was Schwester jetzt nun oder wirklich nicht sowas. besonders Ja, keine beeindruckend Ahnung. ist. Ja? Das ist okay und das ist nachvollziehbar und ich würde auch nicht weiterkommen, im Gegenteil. Okay. Wobei, ja, ohne Essen auf jeden Fall nicht. Nee, ohne Ja, ich Essen glaube, nicht. das ist Mit auch. Essen würde ich sagen, würde ich vielleicht sogar noch weiterkommen, aber ohne Essen, das ist schon nachvollziehbar, dass man dann da keine Kraft mehr hat und so weiter und so fort. Ne? Und damit hätten sie aber, wie auch der Herr Meinecke, sehr schön und sehr gut reflektiert, wie ich finde, in seiner Reaction dazu immer anmerkt, die kommen doch nicht weit genug. Die haben doch jetzt nach ein paar Tagen schon, was weiß ich, 40 Kilometer Defizit, was sie noch aufholen müssten, um in 30 Tagen tatsächlich 300 Kilometer weit zu laufen. Also entweder bin ich blöd und der Herr Meinecke, also der Fritz, ne, ist blöd und keiner hat es richtig verstanden, dass das eigentlich eine Bootstour, also 250 Kilometer Bootstour und 50 Kilometer Laufen sein soll. Oder hier wurde absichtlich so getan, als wäre das eben eine krasse Wanderung, eine ultimativ krasse Leistung, weil mit der Sache mit den Booten, ne, wird es dann nur noch zu ganz nett, ne, von der Leistung her. Ne? Das Fasten und das Hungern ist natürlich trotzdem immer noch dabei, aber auch da finde ich das dann wieder schwierig, weil eigentlich sich zu Tode hungern und keine Möglichkeit finden, sich nennenswert Kalorien zu besorgen und in einer Landschaft unterwegs zu sein, die Nahrung bietet, allerdings in Form von Tieren. Man müsste also wirklich jagen gehen oder halt wirklich gute Fischgewässer suchen, was sie jetzt Stand Folge 7 auch endlich mal anfangen. Ich glaube, das war Folge 7, die letzte, die ich gesehen habe. Und da mal zu dem Fischteich laufen und, also Fischteich in Anführungszeichen, ne, und da mal anfangen wollen, Fische zu sammeln, vermute ich, na, das hätte man schon viel früher machen müssen, aus Survival-Sicht, bevor der Körper abbaut, bevor die Kräfte nachlassen, bevor man wertvolle Muskelmasse verbraucht hat. Mit Sicherheit ist da schon Muskelmasse abgebaut bei den zwei. Und das ist also so gesehen schon keine besonders kluge Entscheidung aus Sicht von Survival, was bedeutet, dass du so lange und so gut wie möglich eben den Tod hinauszögern möchtest, indem du Survival-Techniken anwendest. Und eine wesentliche Survival-Technik ist, dir frühzeitig eben das zu besorgen, was du als nächstes brauchst. Andererseits, wenn es eine Option ist, da wirklich rauszulaufen aus dem Gebiet und das zu schaffen, dann hätte ich einen Haufen Ausrüstung zurückgelassen. Wenn es eine echte Survival-Situation wäre, ist es ja natürlich nicht. Und wäre mit leichtem Gepäck da rausmarschiert und dann wäre das auch ohne Essen in deutlich weniger Tagen vielleicht eher möglich. Aber durch dieses ganze Geraffeln, was sie mit sich rumschleppen, kommen sie ja offensichtlich nicht vom Fleck. Und ja, das ist alles sehr, sehr verworren und ich verstehe das auch einfach irgendwo ein Stück weit nicht. Aber nochmal, um das klarzumachen, ich fühle mich wirklich angelogen.
Bogen durch die Behauptung, das Ganze würde zu Fuß stattfinden. Für mich ist das kein Marketing-Trick oder sowas in die Richtung, sondern das ist eine schlichte Lüge, dass das zu Fuß stattfindet. Und das verändert wirklich sehr viel. Das macht aus einer vom Abenteuerfaktor her eine 9 von 10 oder von mir aus auch sogar eine 10 von 10, wenn sie das wirklich so durchgezogen und geschafft hätten, macht das eine 4 von 10 auf der großen Abenteuerskala. Ne? Da würde ich jetzt sagen, 1 ist eine kleine Mehrtageswanderung in Deutschland, 2 eine große Mehrtageswanderung in Deutschland, ohne irgendwo einkaufen zu gehen zum Beispiel, 3 das gleiche Spiel in von mir aus Skandinavien, im Norden von Skandinavien, in den abgelegenen Ecken. Und ja, da sind wir dann bei 4, dann tatsächlich bei Fastenwandern für 50 Kilometer, um dann mit dem Bötchen schnell nach Hause zu schippern. So in dem Stil. Na, zumindest könnte es sein, dass sie jetzt mit dem Bötchen, vielleicht haben sie auch noch irgendwelche Komplikationen, aber andererseits sollen es ja nur 10 Folgen sein und Folge 7 ist online. Also da kommt noch 8, 9 und 10. Und das war's. Und in den 3 Folgen müssen sie jetzt noch 52 Kilometer zurücklegen. Das wird sportlich, ne? Also ich verstehe das Konzept nicht und ich kapiere nicht, was das soll und ich fühle mich ein Stück weit verarscht. Ja? Aber wenn das nur mir so geht, okay. Ne? Wer Spaß mit der Serie hat, der darf mit der Serie selbstverständlich gerne Spaß haben. Das Problem ist halt auch, dass meine Community mich ständig fragt, was ich davon halte und mir das auf den Keks geht und ich jetzt einfach halt mal sagen möchte, was ich davon halte. Und das ist jetzt, bin ich neidisch? Ne, ganz bestimmt nicht auf diese schwere Rucksackaktion. Ich bin auch nicht neidisch, auf nichts zu fressen zu haben. Überhaupt nicht. Habe ich einen viel kleineren Kanal als die zwei? Ja, logisch, klar. Aber ich kann trotzdem auch von leben und mache halt eben andere Sachen. Da bin ich ganz fein mit, dass ich eben nicht massengeschmackskonformen Krempel servieren muss, sondern eben mein eigenes Zeug auf meine eigene Art machen kann und so weiter. Also braucht man mir ja nicht glauben, aber Neid empfinde ich da wirklich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nicht ein Stück. Gut, ne? Also, das sind so die Gründe, weshalb ich wirklich so ein bisschen negativ aufgeladen dem Ganzen gegenüberstehe. Das und eben diese ganzen Elite-Soldat, Survival-Experte und so weiter und so fort Begriffe, die da eben im Raum stehen. Das hängt aber nochmal mit meiner wissenschaftlichen Hintergrund zusammen, dass ich es nicht mag, wenn man Begriffe verwendet, die an dieser Stelle nicht angemessen sind. Ne? Und ja, Details dann jetzt. So, ich hoffe, das war nachvollziehbar, hoffentlich ein bisschen. Und damit sind wir beim Ende von meinem Disclaimer angekommen. Wer hier hingeskippt hat, der hat jetzt Folgendes verpasst, nur der Vollständigkeit halber. Ich wollte einfach erklären, weshalb ich kein Fan von Otto Bulletproof bin. Und ihr, die ihr die Erklärung dazu jetzt nicht kennt, müsst damit leben, dass es hier und da dann vielleicht ein kleines bisschen Spott raushörbar ist. Ja, ich versuche mich nicht allzu sehr aktiv lustig zu machen, aber vielleicht ist hier und da ein bisschen Sarkasmus und vielleicht auch Spott herauszuhören. Ich habe nicht die charakterliche Größe, unter den im Disclaimer erklärten Voraussetzungen, hier völlig neutral und 100% sachlich zu bleiben. Das kriege ich nicht hin. Die menschliche Größe habe ich nicht. Das schaffe ich nicht. So. Und damit würde ich jetzt noch mal kurz erklären, der Kurzdisclaimer sozusagen nach dem Langdisclaimer. Sinn dieses Videos ab hier ist es, Tipps zu geben, was man von den Dingen, die man beim Survival Squad gesehen hat, persönlich nicht nachmachen sollte. Aus sachlichen Gründen. Ja? Nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern Sachargumente. Nicht Emotionen. So, und da habe ich jetzt eine Liste von Dingen. Ja? Dazu muss man auch mal dazu sagen, grundsätzlich ist natürlich allein schon die Entscheidung, ohne Proviant mit enorm schwerem Gepäck durch Kanada zu latschen, nichts, was man nachmachen sollte, wenn man nicht genau weiß, dass man das kann. Ja? Das ist grundsätzlich erstmal so. Ja? Punkt Nummer 1. Und Details jetzt, nämlich erstens. Flussdurchquerung. Für Flussdurchquerung möchte ich ein bisschen was erklären. Und ich muss da noch dazu sagen, auch für die Leute wiederum, was labert der jetzt? Kann der das denn besser? Ich kann es sicherer.
ich kann es nicht besser im Sinne von anmutiger, schöner, schneller. Ich kann es aber sicherer, weil ich entsprechende Sicherheitsausrüstung und entsprechendes Wissen und dann auch den entsprechenden Fleiß, es an einfacheren Stellen zu versuchen, mitbringen würde. Ja? Meine persönliche Erfahrung zu solchen Flussdurchquerungen ist ungefähr 100 plus minus. Ja, hat man schon mal gemacht. Gut, für eine Flussdurchquerung generell ist es wichtig, etwas an den Füßen zu haben. Warum? Ja, nicht, weil man nicht krass genug sein kann, um das barfuß zu machen. Das kann man schon barfuß machen. Aber gerade in der Wildnis, und jetzt setzen wir mal voraus, dass wir unseren Wildnisaufenthalt fortsetzen wollen, ist es sehr, sehr schlecht, gerade wenn man eine wanderaktive Tätigkeit durchführt, also eine laufgebundene Tätigkeit, ist es sehr schlecht, wenn man sich am Fuß verletzt. Da sich auch kleine Verletzungen, dadurch, dass der Fuß ständig belastet wird, ständig im Schuh steckt und ständig zum Laufen verwendet wird, sehr schnell entzünden können oder enorm störend sind und das Vorankommen enorm behindern können, ist eine Verletzung am Fuß so ziemlich das Schlechteste, was man haben kann. Ein Kratzer am Bein nicht so schlimm, Kratzer am Oberkörper fast schon quasi egal, aber am Fuß oder im Schulterbereich, wo der Rucksack sitzt, oder im Hüftbereich, wo der Rucksack sitzt, da wo die Belastungspunkte des Körpers sind, da kann man eine Verletzung wirklich nicht gebrauchen. So, und jetzt barfuß durch einen Bach, dessen Untergrund man nicht sehen kann, in dem garantiert Steine liegen, die man nicht sehen kann, von denen man nicht wissen kann, das geht einfach nicht, das kann man nicht korrekt vorhersagen. Man kann es vermuten, man kann es spekulieren, man kann geologische Erklärungen dazu abgeben, weshalb die Steine hier rundgeschliffen sein müssten, aber man kann sich nie sicher sein, ob nicht vielleicht doch, weil es noch mal einen kleinen Steinschlag gegeben hat oder irgendwie mal noch ein scharfkantiger Stein dazwischen liegt. Und den sieht man dann nicht und dann tritt man da drauf. So, jetzt kommt erschwerend dazu, dass beim Durchqueren dieser eiskalten Gewässer, die Wassertemperatur ist so ziemlich genau 4 Grad, eigentlich fast immer in dieser Region, und das ganze Jahr über mehr oder weniger, auch im Winter übrigens, die Bächlein, die schnell fließen, die frieren selten zu. Drumherum Eis, da Eis, dort Eis, fast überall Eis. Aber unten drunter, das Fließwasser hat nach wie vor im Regelfall 4 Grad. So, 4 Grad Wassertemperatur bedeutet, nach wenigen Sekunden kriegt man Schmerzen, nachdem man da ein Körperteil reingehalten hat. Und danach wird es ziemlich schnell taub. Und wenn es taub ist, ist es dann fast immer schon so sehr taub, dass nur ein sehr starker Schmerz in der Lage ist, überhaupt noch durch diese Betäubung durchzudringen. Bedeutet, du weißt nicht genau, wenn jetzt nochmal ein starker Schmerz durch die Betäubung durchkommt, hast du dich gerade verletzt oder hast du es nicht? Oder hast du dir nur einfach ein bisschen den Zeh angehauen? Es tut saumäßig weh, jeder hat sich schon mal den Zeh angeschlagen, aber das ist in meinem Regelfall kein Grund. Das tut, geht dann wieder weg und dann ist der Zeh wieder in Ordnung. Es tut trotzdem kurzfristig mal saumäßig weh. Ja, Zeh anhauen, wie gesagt, kennen wir alle. Und das ist immer schwierig einzuordnen. Da man auch kein Gefühl mehr in den Füßen hat und auch gar nicht genau weiß, wo man hintritt, kann man dann auch mit der einzigen Sensorik, die man hat, unter Wasser, weil sehen tut man ja gegebenenfalls nichts. Jetzt nehmen wir mal an, es ist ein Bach, wo man wirklich jetzt nicht durchgucken kann, weil die Strömung zu stark ist, weil das Wasser zu stark sedimentbelastet ist oder sowas in die Richtung. Ja, dann kannst du da also nur dich vorantasten, hast auch keine Gehhilfe, keinen Stock, mit dem du vor dir rumtasten könntest oder ähnliches, dazu komme ich gleich. Das ist hochgradig gefährlich und es ist reiner Zufall und hat nichts mit Können zu tun, ob man auf der anderen Seite unverletzt ankommt oder nicht. Ja? Weil da du kein Gefühl mehr in den Füßen hast und du es nicht siehst und du es nicht wissen kannst, wo der spitze Stein ist, wenn du nicht draufgetreten bist, war es Glück. Wenn du draufgetreten bist, war es Pech. Man könnte aber auch sagen, okay, du bist halt ein unnötiges Risiko eingegangen und das Risiko, das unnötig war, hat dazu geführt, dass du dich verletzt hast. Ist es denn ein unnötiges Risiko? Ja. Weil man viel sicherer durch den Fluss kommen kann. Das macht der Fabio im Verlauf vom Survival Squad dann später auch, dass er einfach Schuhe und Hose, das muss nicht unbedingt sein, aber zumindest Schuhe, anlässt und einfach so durch den Fluss latscht, was vom Verletzungsrisiko her erheblich besser ist. Wenn er das so tut, dann ist er von der Flussdurchquerung her, das ist in Ordnung.
Ja, ich persönlich, da ich nicht katzenhafte Reflexe, wie das der Fabio vermutlich hat, das würde ich ihm wirklich zutrauen in Anbetracht seiner Vita, besitze und da würde ich mir einen Stock suchen. Ich würde mir wirklich einen Stock zum Fluss durchqueren suchen. Ein Stock macht das so viel einfacher, so furchtbar viel einfacher, dass das ganz essentiell wäre. So, jetzt gibt es da oben keine Stöcke. Wenn Sie keinen mitgebracht haben, haben Sie keinen Stock. Daran kann man auch nichts ändern. Sie können sich auch keinen Stock improvisieren. Sie könnten höchstens eine Angelrute nehmen, die geht dann aber sehr schnell kaputt und wäre höchstens zum Vortasten nützlich. Ich glaube, sonst was anderes Längliches hätten sie nicht, was sich da eignen würde. Und nein, nicht die Gewehre. Das macht man nicht. So geht man auf keinen Fall mit einer Schusswaffe um. Das wäre hochgradig falsch. Als jemand, der zweimal Schusswaffenumgang gelernt hat, einmal beim grünen Verein, der mit den Flecken auf dem Grün, und einmal bei der Jagdausbildung. Ja, und so geht man wirklich nicht mit einer Schusswaffe um, dass man die als Gehhilfe zum durchs Wasser stapfen verwenden würde. Nein, das verstehe ich dann schon auch, dass man das nicht tut. Gut, also, was an den Füßen haben? Essentiell, weil es nicht möglich ist, eine Verletzung auszuschließen, ohne was an den Füßen zu haben. Das kannst du noch so Skill haben, es ist einfach nicht möglich. Es ist ein reiner Zufall, es ist ein unnötiges Risiko, beziehungsweise ein auch wirklich unnötig, weil er hat ja Schuhe an. Dann wirklich besser einen nassen Fuß, gerade bei Schuhen, die relativ schnell trocknen, als einen kaputten Fuß. Weil die Füße kriegt man über Nacht wieder trocken, selbst wenn sie so aussehen wie Fabios Füße, ich glaube in Folge 2 schön zu sehen. Man kriegt sie über Nacht wieder trocken und kann sie über den Tag dann wieder einweichen, aber kriegt sie über Nacht wieder trocken. Das verhindert dauerhaft auch den Trenchfoot, den Schützengrabenfuß, frei übersetzt, diesen Rot, auch Rot genannt, also ein Fäulnisprozess, der dir quasi wirklich das Fleisch des Fußes vom Fuß faulen lässt. Da kommt dann ein Pilzbefall dazu. Sägliche Schmerzen kann in Amputation enden. Ja, das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Habe ich irgendwo zu Staffel 2 von Seven vs. Wild relativ lange drüber geredet. Hatte da der Fritz das Problem. Ein Stück weit, ne? Nicht weiter fortgeschritten. Aber das ist jedenfalls wirklich die bessere Entscheidung, da mit Schuhen durchzulaufen, macht der Fabio dann ja auch später. Die Versuche, das barfuß zu machen, das war nicht so klug. Er wollte ursprünglich noch Wartschuhe mitnehmen und hat vom Otto auch gesagt bekommen, also in diesem Fall, das weiß der Otto, dass man Wartschuhe dabei hat, ist in Ordnung, da habe ich nichts zu meckern, in keinster Weise. Da die Erfahrung hat er offensichtlich. Das ist aber auch nicht weiter schwierig. Jeder Wildniswanderer weiß das oder jeder, der sich noch nicht mal Wildniswanderer ist, sondern sich einfach mal darauf vorbereitet hat, Wildniswanderer zu werden, wird von anderen erfahrenen Wildniswanderern hoffentlich gelernt haben, dass Wartschuhe für Wildnistouren, bei denen mit Gewässerdurchquerungen zu rechnen ist, eine sehr komfortable Angelegenheit ist. Oder, das machen die Ultraleitwanderer so, ich persönlich kann das nicht ab, aber man kann das so machen, das ist auch sicher. Man geht einfach mit den Schuhen, die man anhat, durch. Noch nach dem Motto, irgendwann wird der Schuh sowieso nass und wenn ich den ganzen Tag immer nasse Füße habe, ist mir das egal. Hauptsache abends im Schlafsack sind sie warm. Das kann man so machen. Ja? Das muss man ertragen können. Ertragen können kann der Fabio ja definitiv. Ich bringe auch nachher noch ein paar Positivpunkte. Ne? Also gerade die Leidensfähigkeit der beiden ist beeindruckend. Ja? Also es ist nicht nur Gemecker, möchte ich an dieser Stelle betonen. Das wäre jetzt also Punkt 1. Punkt 2, wie gesagt, ein Stock, wenn geht, ein Stock. Und dann muss man noch sagen, es gibt so eine Szene, wo der Otto an einer stark fließenden Stelle, wo es wirklich ruckzuck fließt, mit seinem enormen Gepäck auf dem Rücken, auf einen kleinen Stein hüpft, sich dann auch mit den Händen festhält und es dann tatsächlich schafft, mittels Sprung auf den nächsten Stein dann wieder auf die andere Seite zu kommen. Das ist super durchgeführt und ich könnte das so nicht. Ich würde es aber auch nicht machen wollen, weil mir das Risiko, das durchzuführen, einfach zu groß wäre. Und das ist jetzt schwer abzuwägen. Wenn man weiß, dass man katzenhafte Reflexe und Anmut und so weiter und so fort hat und weiß, dass man das problemlos hinbekommt und da maximales Selbstvertrauen hat, ja, vielleicht macht man es dann. Aber es bleibt ein Risiko, wenn das nicht funktioniert hätte. Dann wäre er definitiv in diesem schnell fließenden Strömung mit dem Gewicht seines Rucksacks, den er ja korrekt aufhatte, mit Hüftgurt, so ins Wasser geraten, dass das absolut lebensgefährlich gewesen wäre. Ja, absolut lebensgefährlich, total, muss man sagen. Ja. Und ist es notwendig, sich in diese potenziell enorm gefährliche Situation zu begeben?
wissen wir nicht genau. Ja? Ich kenne nicht den kompletten Verlauf dieses Seitenarmes des großen Flusses, an dem sie da unterwegs sind, beziehungsweise des in den ersten Folgen noch kleinen Flusses. Aber im Regelfall findet man irgendwo eine Stelle, wo man einfacher rüberkommt als das, was man da beim Otto gesehen hat. Es kann einem passieren, das hatte ich bei bestimmt 20 meiner circa 100, ich kann euch nicht genau Zahlen nennen, wie gesagt, Flussdurchquerungen, dass man mal den Fluss noch ein ganzes Stück entlanglaufen muss, bis man eine Stelle findet, wo man vernünftig drüber kommt oder durchkommt. Das hätte ich an dieser Stelle definitiv gemacht. Ich wäre da so nicht durch. Ganz bestimmt nicht. Ich hätte da noch ein langes Stück woanders gesucht. Das ist mühsam, das ist nervig, da hat man keinen Bock zu. Es ist aber sicher. Ja? Und wer das nachmachen möchte und gerne sicher sein möchte, dem würde ich die sichere Variante empfehlen. Aus Gründen. Weil Überleben ist schön. Und ja. Punkt Rucksack. Ja, der Otto hatte ja den Rucksackriemen bei dieser Durchquerungsszene. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch im Kopf habt. Ist, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge gewesen. Vielleicht finde ich noch auf die Schnelle ein Bild davon, kann ich es euch ja einblenden. Bei dieser Durchquerungsszene hat er den Hüftgurt geschlossen. Es gibt zwei Lager in der Flussdurchquerungsszene. Die einen sagen, Rucksack, Hüftgurt immer aufmachen. Für den Fall, dass du im Wasser landest, kannst du den Rucksack abstreifen und ertrinkst nicht mit dem Rucksack. Das heißt, er drückt dich nicht unter Wasser und du stirbst nicht. Dafür ist der Rucksack dann aber vermutlich weg. Und es gibt die anderen, die sagen, Rucksack lieber geschlossen lassen, weil das reduziert das Risiko, dass du reinfällst, erheblich. Weil den Rucksack nur locker zu tragen, reduziert natürlich deine katzenhaften Reflexe um ein Vielfaches, sodass du solche Sprungaktionen wie da vom Otto überhaupt nicht durchführen kannst. Das wäre nicht möglich gewesen mit ohne geschlossenen Hüftgurt. Also mit offenem Hüftgurt, so rum. Diese zwei Lager, die sind etwa 50-50, daher will ich jetzt nicht sagen, was davon richtig ist. Ich wollte es einfach nur mal kurz angesprochen haben. Für einfache Flussdurchquerungen lasse ich persönlich den Hüftgurt zu. Für schwierigere Flussdurchquerungen mache ich ihn auf, weil mir dann die zusätzliche Unsicherheit auf den Füßen lieber ist, als die ziemliche Sicherheit, schwere Verletzungen und oder Ertrinken zu erleiden, sollte ich plumpsen. Ja, dann plumpse ich lieber, verliere meinen Rucksack, sammel den irgendwo weiter unten hoffentlich auf oder allerschlimmstenfalls lauf zurück in die Zivilisation im nassen Zustand oder versuche irgendwo Handyempfang zu finden oder. Aber das ist immer noch besser. Alles ist besser als instant tot. Ja, oder durchaus Großes. Da kann er keine Prozentangaben zu machen. Dafür gibt es zu wenig Fälle, in denen das passiert wäre, dass es da eine Unfallstatistik zu gäbe. Und man kann ja auch nicht sagen, wie der Unfallhergang war, wenn jemand dabei zu Tode gekommen ist. Im Regelfall wurde das nämlich nicht gefilmt. Oder die Kamera war hinterher weg. Oder die Speicherkarte unlesbar. Aber ja, ich glaube, langt an dieser Stelle. Generell hat man einen Fluss in der Wildnis gefunden, durch den man überhaupt nicht durchkommt, dann ist es ratsam, wenn man wirklich nicht durchkommt und man die Möglichkeit hat, nochmal irgendwo eine Nacht zu kampieren, dann sollte man das tun, weil der Wasserstand, gerade in Arktisgebieten, ist morgens immer am niedrigsten. Deutlich niedriger. Das macht gerne mal 30, 40 Zentimeter Wasserhöhe aus und eine deutliche Reduktion bei der Fließgeschwindigkeit. Kommst du also gar nicht durch, könntest du am nächsten Morgen durchaus durchkommen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die man diesbezüglich berücksichtigen muss, wenn man sich da nicht allzu sehr in Lebensgefahr begeben möchte. Woran liegt das? Naja, das ist ganz simpel, über den Tag. Morgens geht die Sonne bekanntermaßen auf, es wird wärmer, 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 gerade bei positiven Temperaturen, wenn sowieso alles gefroren ist, ist das egal, ja, aber im Sommerhalbjahr, im Sommervierteljahr da oben, da muss man sagen, je wärmer es wird, desto schneller schmilzt der Schnee auf den Gipfeln. Auf den Gipfeln gibt es immer Schnee, zumindest da, wo die unterwegs sind, eigentlich wirklich fast immer. Ja, und dann kommt zusätzlich zum generellen Regenwasser, zusätzlich zum grundsätzlichen Wasser, was den Bach speist, meistens ein bisschen eine Mischung aus Grundwasser und Schmelzwasser, extra Schmelzwasser noch dazu. Ja, und je länger die Sonne geschienen hat, also je später am Tag wir uns befinden, desto stärker wird das. Jetzt kann man sagen, ja, aber es wird ja gar nicht dunkel. Richtig, aber deswegen ist trotzdem nach der Nacht mit der geringsten Sonnenenergie das Schmelzwasser
Schmelzwasser am nächsten Morgen trotzdem am geringsten, wenn die Schmelzenergie durch einen höheren Sonnenstand wieder zunimmt, also bevor sie das tut. Ne? Also das noch so genereller Punkt noch zum Wasser durchqueren. Ich persönlich immer mit Stock, möchte ich nochmal betonen, ich finde das unendlich hilfreich und habe auch noch nie Probleme gehabt, wenn ich einen Stock verwendet habe. Da ist mir noch nie was passiert. Ich war noch nie in einer Situation, wo ich Angst haben musste, dass mir was passiert, dank Stöcken. Ohne Stöcke sicherlich. Ja, man kann mit Stöcken übrigens auch, das ist nochmal ein Vorteil, Stock oder Stöcke, auch viel besser von Steinchen zu Steinchen hüpfen. Also Stellen, wo man ohne Stöcke sagen würde, ja, ich ziehe die Schuhe lieber aus, Wartschuhe an und warte durch, kann man, wenn man Stöcke hat, häufig noch von Steinchen zu Steinchen hüpfen, auch wenn es schwierige Sprungpassagen sind, dadurch, dass man sich mit den Stöcken ja super stabilisieren kann, geht das dann meistens ganz gut. Ja, ich weiß, das waren jetzt viele Ausführungen, aber mein Ziel bei diesem Video ist jetzt, wer das gedenkt nachzumachen, ja, der soll von mir jetzt, soweit ich das liefern kann, bestmöglich informiert sein über Dinge, die man nicht nachmachen sollte und die man, soweit ich das sagen kann, anders vielleicht besser machen könnte. So, und deswegen auch schon diese Ausführlichkeit. Muss euch nicht passen, machen wir aber so. Und sonst guckt es euch nicht an. Gut, dann, nächster Punkt ist dann auch schon einer der kontroverseren. Feuer wahrscheinlich unmöglich. Dieses erste Feuer, was nicht geklappt hat. Die Feuer danach, das war ja dann kein Problem mehr. Ja, aber dieses erste Feuer, was nicht geklappt hat, wahrscheinlich unmöglich. Ich glaube nicht, dass man da als normaler Europäer oder als Elitesoldat, Survival-Trainer, kugelsicher Europäer hätte ein Feuer machen können. Ja? Allerdings würde man sagen, dass man vielleicht als Elite-Superfuzzi es vielleicht doch hätte können sollen. Was man in jedem Fall nicht hätte machen sollen, ist versuchen, so Feuer zu machen, wie es der Otto da probiert hat. Das ist einfach nur lächerlich. Ja, das, was er da Featherstick nennt, das ist, ja, also jeder, der mal ein Lagerfeuer mit Feathersticks entzündet hat. In einem anderen Klima als 2018er Sommer in Deutschland. Ja, der weiß, dass das, was der Otto da hergestellt hat, das ist lächerlich für einen Featherstick, der helfen soll, in nasser Umgebung ein Feuer anzuzünden. Ich kann mir das als Vorschlag zur Güte. Er sagt ja selber, dass das ein bisschen, dass die etwas mehr Liebe gebrauchen hätten gebrauchen können, ja, in seiner Reaction auf das Ganze. Ja. Er sagt aber auch, ja, es hätte eh nicht gebrannt, egal was man da gemacht hätte. Das wage ich zu bezweifeln. Irgendeine alte Inuit-Oma hätte mit Sicherheit ein Feuer anbekommen. Deswegen sage ich auch dazu, für einen Europäer, einen Mitteleuropäer, wäre es da wahrscheinlich, also oder garantiert hätte auch Neberg ein Feuer anbekommen oder ein paar andere wirkliche Survival-Experten, also die auch zu Recht diesen Titel tragen, wo das auch allgemein anerkannt wird. Ja, die hätten es geschafft. Jeder andere wahrscheinlich nicht. Hätte ich dann Feuer machen können? Nee. Hätte ich auch gar nicht versucht, weil ich gewusst hätte, dass ich es nicht kann. Warum ist das so schwierig und warum glaubt der Otto, mal abgesehen von Selbstüberschätzung, die da zweifellos stattgefunden hat, warum glaubt er trotzdem, er könne da ein Feuer machen? Das liegt daran, dass eben er nicht weiß oder er zumindest in diesem Punkt vergessen hat, dass das Holz da oben erheblich dichter ist als das, was wir so haben oder auch das, was Finnland so hat. Das ist nochmal ganz anderer Level von Arktis, der zentralkanadische Schild. Da regnet es auch nicht viel. Dass es da überhaupt so viel geregnet hat, wie sie die ersten Tage abbekommen haben, ist schon überdurchschnittlich viel. Das ist eine eigentlich eher relativ trockene Region. Und dadurch, dass es dann mal regnet, dann ist das Holz natürlich schon relativ schön nass. Außerdem kommt dann noch die Temperatur dazu. Je kälter es ist, desto schwieriger wird es Feuer machen. Das ist auch so ein Punkt. Es wird nie unmöglich, aber es wird nicht unbedingt leichter bei niedriger Außentemperatur. Und entscheidend ist diese paar Fichtchen, die er da gefunden hat. Das sind so die ersten, das ist übrigens Schwarz- oder Weißfichte. Ich konnte es noch nicht, ich habe die Nadel noch nicht gut genug gesehen, um das richtig identifizieren zu können. Wahrscheinlich Schwarzfichte, also auf Deutsch, ne? Aber egal, jedenfalls, das Holz ist unendlich dicht. Je dichter das Holz, desto höher muss die Temperatur sein des Funkens, mit dem man das Holz entzünden kann. Ja, also Entzündungsflammpunkt, dem Punkt, wo das Holz anfängt zu brennen, ist umso höher, also die Temperatur, je dichter das Holz. Und da das Holz da
zu den dichtesten Nadelhölzern überhaupt gehört, die man irgendwo auf dem Planeten finden kann. Ganz, ganz, ganz weit oben dabei. Ne? Also wenn hier Bildschirmkante Maximum ist, dann befinden wir uns da ungefähr so, hier. Ne? Ist es außerordentlich schwierig, mit einem einfachen Funken da Holz anzubekommen. Dafür muss man schon einheimisch, wie gesagt, eine Inuit-Oma oder Feuermeister sein. Ja, und wenn man versucht, da Feuer zu machen, das hat der Fritz Meinecke in seiner Reaction auf Survival Squad wunderbar erklärt. Das kann ich nur empfehlen, das sich so anzugucken, wenn man möchte, natürlich keine Notwendigkeit, aber weil der erklärt das wirklich perfekt, wie das geht. Die Feversticks, die Federn müssen viel größer sein, es müssen viel mehr sein, nicht drei und auch nicht drei winzig kleine, sondern 300. Unter diesen Bedingungen wirklich 300. Noch viel feiner, wirklich hauchdünn dünne Späne und davon mindestens so ein Häufchen. Mindestens. Ja, und die vom trockensmöglichsten Holz, was man da überhaupt irgendwo finden kann. Und dann da ein Feuerzeug, mit dem Feuerzeug und mit dem bisschen Harz, das würde man dann mit diesem Gemisch vermischen. Also das Harz einfach drauf, versuchen das reinzukneten, so gut das geht. Bisschen mehr Harz nach Möglichkeit noch suchen, als die paar Tropfen, die er hatte, wäre schön. Und wie gesagt, das so gut es geht vermengen und den Haufen dann wieder etwas auflockern und den kriegt man dann zur Not wahrscheinlich auch mit einem Funken entzündet, wenn man Meister ist. Nochmal, als Meister. Ich kann das nicht. Ich behaupte nicht, dass ich da Feuer hätte machen können. Auf keinen Fall. Hätte ich nicht geschafft. Ja, und so gesehen verstehe ich auch die Aussage, die der Otto dann später in seiner Reaction tätigt, von wegen, der hätte man garantiert kein Feuer machen können. Drum hat auch also der zugegebenermaßen Lustige versucht es mit dem Alkoholtüchlein. Das ist ja auch durchaus unterhaltsam, ne? So ist es ja nicht. Auch dieses Feuerversagen ist durchaus unterhaltsam. Das ist beste Unterhaltung, ja? Ich möchte es aber einfach nur einordnen in die Möglichkeiten, die potenziell bestanden hätten, soweit ich das mit meiner Feuermacherfahrung beurteilen kann. Ja, und ja, das mit dem Tüchlein ist wirklich nur lustig. Ja, der Alkohol verbrennt natürlich sofort, puff, und dann ist der weg. Und viel Alkohol ist in diesem Tüchlein nicht drin. Die Variante mit der Patrone, gleiches Prinzip. Die Hitze reicht schon aus, den Flammpunkt des Holzes zu überschreiten. Aber sobald die Flamme sich am Holz entlangfrisst und in den kalten Bereich des Holzes kommt, wo das Holz wieder genauso kalt ist wie vor der Flamme, in Anführungszeichen, dann geht die auch sofort wieder aus, weil dieses winzige Flämmchen in Kombination mit dem enorm dicht gewachsenen Holz nicht ausreicht, um das weiter am Brennen zu halten. Dafür hätten die Späne hauchdünn, halber Zahnstocher, sowas in die Richtung hätte man gebraucht. Man hätte da also wirklich sich Mühe geben müssen, hauchdünne Spänchen herzustellen. Die hätten dann auch vom Schießpulver entzündet werden müssen. Und da darf man von ausgehen, das hätte dann auch erstmal eine Weile weitergebrannt. Und dann hätte man sofort, das ist der nächste Fehler, ja, er hat da drei Stöckchen rumliegen. Er hätte nebendran einen großen Haufen vom nächst dickeren Material haben müssen. Das ist Feuer machen für Anfänger. Ja, jeder lernt so Feuer machen, der Feuer machen lernt. Du besorgst dir einen Haufen Zunder und dann fängst du an mit dem ganz dünnen Material zum Drauflegen. Danach kommt das ein bisschen dickere, dann nochmal ein bisschen dicker, dann nochmal ein bisschen dicker und dann kannst du irgendwann das große Holz drauflegen. Ja? Und dieses Vorbereiten unter miesen Bedingungen ist Vorbereitung für ein erfolgreiches Feuer. Das kann dir jeder bestätigen, der gut ist im Feuer machen, mindestens gut. Ja? Muss nicht mal Profi sein. Profi wird es erst recht bestätigen. Vorbereitung ist alles. Man muss da alles griffbereit direkt da liegen haben, in dreimal so großer Menge, wie man tatsächlich denkt zu brauchen, weil man immer falsch liegt. Man braucht immer dreimal so viel, wie man denkt, was man möglicherweise braucht. Und das muss perfekt vorbereitet sein. Je schwieriger die Feuer, die Bedingungen, desto besser muss die Vorbereitung sein. Und das macht er hier grottenfalsch. Ich muss das wirklich so böse sagen. Ich kann mir das nur erklären, da der Otto ja beim Arctic Warrior auch gute Feuer gemacht hat. Das war in Ordnung. Da habe ich gedacht, okay, der kann ja doch Feuer machen. Kann er offensichtlich auch. Ja, das war ja nicht gefährlich. Gehe ich mal von aus, dass das nicht gefähig gewesen wäre, ist. Aber hier muss er einen völligen geistigen Aussetzer gehabt haben und alles vergessen haben, die Grundlagen des Feuermachens auf Anfängerniveau vergessen haben, dass er versucht hat, mit diesen drei Stöcken da irgendwie ein Feuer in Gang zu bekommen. Ja? Also unverständlich. Unverständlich. Wieso er dachte, das könnte funktionieren. Ich, wie gesagt, entweder
Halluzinationen durch Nahrungsmangel, vielleicht hat er zu wenig getrunken, Halluzinationen durch Flüssigkeitsmangel, menschlich nachvollziehbarer geistiger Aussetzer oder, zumindest steht es im Raum, grenzenlose Selbstüberschätzung. Leider gibt es auch das andere Extrem. Sie haben dann ja später Feuer zum Laufen gebracht und die sind zum Teil, was die Sicherheit des Feuers, also dass es keinen Waldbrand auslöst, angeht, sind die sehr bescheiden. Also zum Beispiel das hier, das hat ja nun überhaupt keine Sicherungsmaßnahme, so gar nichts. Da hat man nicht mal mit dem Fuß ein bisschen die Rentierflechte, das ist Rentierflechte, dieses graue Zeug, also Karibu-Flechte, wenn man will, in Kanada. Das hätte man wenigstens ein bisschen zur Seite scharren können. Das Zeug brennt nämlich durchaus. Das brennt nicht lange, aber es kann relativ schnell flächig, großflächig abbrennen. Und wenn dann über diese Rentierflechte die Flamme irgendwo anders hingerät, wo halt zum Beispiel ein Haufen dünne Äste, dünne dürre Äste rumliegt und es jetzt an der Stelle vielleicht ein paar Tage nicht geregnet hat, kann man nicht mit Gewissheit wissen, ist unwahrscheinlich, ne? Das gebe ich zu, es ist unwahrscheinlich. Aber ein bisschen fahrlässig, ich würde noch nicht grob fahrlässig sagen, aber fahrlässig ist dieses Feuer hier definitiv, ne? So gar keine Feuersicherungsmaßnahme. Ja, die sind hier zwar aufgrund dessen, dass sie am Hang vom Fluss sind, vermutlich auf Fels, das heißt, da unten drunter ist jetzt nicht irgendwie Torf oder sowas, was dann sehr, sehr langfristig brennen könnte und einen sogenannten Torfbrand oder ein Bodenfeuer verursachen kann. Aber sicher ist das nun wirklich überhaupt nicht. Ja? Das wird dann nach und nach sowieso automatisch eine größere Feuerstelle und solange sie es unter Kontrolle haben, beziehungsweise in der Nähe sind und drauf gucken, ist das ja noch okay. Es gibt aber auch noch bei ein paar anderen Feuerszenen durchaus Situationen, wo sie vom Feuer wegrennen und das Feuer eben nicht mehr unter Kontrolle ist. Und wenn da dann was schief geht, so unwahrscheinlich wie das ist, ja, und selbst wenn man selbst auch schon viele, viele Feuer gemacht hat, weiß man, im Regelfall geht immer alles gut. Und genau das ist nämlich der Punkt, da muss ich mich auch in die eigene Nase fassen, ich mache auch nicht immer perfekte, sichere Feuer. Schon irgendwo gehe ich zumindest davon aus, dass ich alles unter Kontrolle habe. Aber gerade beim Feuermachen sollte man wirklich immer eine Nummer zu sicher als eine Nummer zu wenig sicher sein. Und das hier ist definitiv überhaupt nicht sicher, ne? Also das sieht auch jeder Laie, dass hier potenziell absolut die Möglichkeit gegeben wäre, dass sich das ausbreitet, ne? Es sind nämlich im Regelfall nicht unbedingt die Anfänger, die zum ersten Mal irgendwo in der Wildnis sind und zum ersten Mal ein Lagerfeuer machen und keine Ahnung von gar nichts haben, die den Wald anzünden, sondern es sind diejenigen, die schon 1000 Feuer oder was weiß ich wie viele gemacht haben und dann irgendwann mal nicht aufpassen, eben weil sie schon so viele Feuer gemacht haben. Und in dem Moment breitet sich's dann halt doch mal aus und das ist aber noch nie passiert. Das ist wie wenn du vom Hund gebissen wirst und der erste Kommentar, den Herrchen oder Frauchen vom Hund dazu zu dir zu sagen hat, oh, das hat er noch nie gemacht. Ja, es gibt halt immer ein erstes Mal und bei Feuer ein Waldbrand auslösen reicht, zumal wir ja diesen Sommer auch durchaus riesen Waldbrandsaison in Kanada hatten und das war bei denen auch, ne? Mit Sicherheit. Darum, ja, ich kann es ehrlich gesagt ein Stück weit nachvollziehen, als auch eben jemand, der schon viele Feuer gemacht hat, aber vorbildlich ist es nicht gerade. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Es ist schlicht absolut lebensgefährlich. Die Pilzfreunde-Foren im Internet laufen Sturm und sind entsetzt und verzweifelt. Es ist wirklich absolut lebensgefährlich, unbekannte Pilze zu essen. Punkt. Ja? Auch wenn man probiert, oh, mir ist nichts passiert, ich kann weiter fressen. Das ist Quatsch. Es gibt Pilze, und das sind gar nicht mal so wenige, die einen Wochen später umbringen oder die Spätfolgen verursachen können. Pilze können im Übrigen auch Parasiten enthalten, die man mit ein bisschen Braten nicht immer hundertprozentig tot bekommt. Ist zwar sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, aber kann passieren. Ist ein unnötiges Risiko, also wenn man es durchführt, wobei man natürlich eine gewisse Risikoaffinität haben muss, um die ganze Veranstaltung da durchzuführen. Ja, keine Frage. Ne? Also wenn du gar kein Risiko eingehen willst, dann bist du da in Kanada falsch. Von daher will ich da auch nicht zu sehr rumschimpfen, aber zum Nachmachen, es ist schlicht
absolut lebensgefährlich, jemals einen Pilz zu essen, den man nicht von einem ausgewiesenen Pilzexperten, dem man da vertraut, weil man sich sicher ist, dass der Ahnung hat, oder den man eben selbst, weil man selbst ausgewiesener Pilzexperte ist und den Pilz positiv identifizieren kann. Positiv identifizieren heißt, du bist dir sicher, dass es dieser eine Pilz ist. Du negativ identifizieren wäre, ja, ich glaube, ich habe alle anderen Pilze ausgeschlossen, die er noch sein könnte, dann müsste er ja eigentlich der so und so sein. Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich meine, ich hätte alle anderen ausgeschlossen. Das nennt man Negatividentifikation. Das gilt als größter Fehler, den du als, also so habe ich zumindest gelernt, den man bei der Pilzbestimmung überhaupt machen kann, weil, ja, das ist also wirklich, daran sterben die Leute. Ja, die Leute sterben nicht daran, ich weiß nicht, ich lasse ihn mal lieber stehen. Da hast du im Zweifel keinen Pilz, aber du lebst noch. Wenn du denkst, müsste eigentlich stimmen. Das bringt Leute um. Ja? Das bringt wirklich relativ viele Leute um. Es gibt inzwischen nicht mehr viele Pilztote in Deutschland. Pilzforen vermuten, dass diese Zahl bald wieder ansteigen könnte, da man wirklich häufig auf den großen Social-Media-Auftritten, jetzt wo auch Survival eben im Trend liegt, völlig verantwortungsloses und strunzdummes Verhalten, was Pilzkonsum angeht, sehen kann. Ja, ich sage das jetzt mit einer gewissen Süffisanz, weil ich anders nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Es ist wirklich fundamental dumm, einen unbekannten Pilz zu essen. Und dann noch zu sagen, für den Kopf, schwierig. Ja? Die beiden wissen, dass ein Pilz keine Kalorien enthält, beziehungsweise so wenige, dass es quasi keinen Unterschied macht. Sie gehen für quasi keinen Unterschied und ein bisschen Wohlbehagen das Risiko ein, sich umzubringen durch einen unbekannten Pilz. Ja? Also schlimmstenfalls umzubringen. Und wir sehen dann später, auch bei der letzten Folge, jetzt bei mir, ich glaube, das war die fünfte, stand jetzt, Fabio, der einen Haufen Gammelpilze sammelt, sich dann dafür entscheidet, die Gammelpilze doch nicht zu verwerten, sondern nur die Stiele, weil die weniger gammelig sind. Dazu muss man wissen, wenn irgendwo Gammel am Pilz ist, dann ist der Gammel überall, man sieht ihn nicht zwingend überall. Ja, und das Resultat ist, dass dann dem Otto geht's gerade nicht so gut, weil er sich die Pilze vielleicht nicht so gut vertragen hat. Hoffen wir sehr für Otto, dass es bei ein bisschen Magengrummeln geblieben ist und da nicht noch Spätfolgen aufgetreten sind, weil das nächste ist, selbst wenn du denkst, dass du einen Pilz essen kannst, was sie ja bis zum Ende nicht wussten, der könnte auch nur leichtgiftig sein. Ja, sprich, leichtgiftig heißt, du konsumierst ein paar Pilze, nichts passiert. Super, du konsumierst mehr Gifte, nichts passiert. Während dir nichts passiert, akkumulierst du immer mehr Gift in deinem Körper, immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwann ist dann das letzte Kilo von diesen bisher völlig unschädlichen Pilzen, das du gerade gegessen hast, das letzte Kilo Pilz, das du jemals gegessen hast, weil du immer mehr Gift im Körper aufbaust. Genießbarkeitstests, alte Survival-Technik, kennt der Otto bestimmt auch, kann man bei Pilzen vergessen, niemals anwenden, niemals Pilz, wenn du ihn nicht sicher bestimmen kannst. Ja? Da gibt es kein Wenn, da gibt es kein Aber, da gibt es ein Ja, vielleicht ja doch unter gewissen Nein, 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 nein. Es ist einfach immer, immer falsch. Es ist immer eine dumme Entscheidung. Es gibt wenig Dogmas, ganz wenig Dogmas in der Natur. Aber wenn du nicht sicher weißt, dass du einen Pilz essen kannst, dann ist es dumm, ihn zu essen. Punkt. Ja? Und jetzt möchte ich nochmal betonen, ich sage nicht, Otto und Fabio sind dumm, ich sage nur, sie haben da dumme Dinge getan. Ich halte mich auch nicht für dumm, ich mache aber ganz oft dumme Dinge. Das ist ein Unterschied, einfach nur, bevor sich jetzt jemand aufregen möchte. Jeder von uns macht mal dumme Dinge und das ist in diesem Fall wirklich fundamental blöd. Es gibt den schönen Spruch aus Seven vs. Wild Staffel 2, Don't do stupid shit. Das ist ein Begriff, ob man das jetzt so formuliert oder irgendwie anders, das ist eine der obersten Regeln im Survival, wenn man wirklich versucht, formal ein bisschen Survival zu lernen oder tatsächlich mal einen guten Kurs zu Survival irgendwo besucht, was durchaus Spaß macht, dann wird hoffentlich einer der ersten Sachen, die man an Tag 1 eingebläut bekommen hat, gewesen sein, mach keinen Scheiß.
einfach überlegen, was man tut. Wenn Netz und doppelter Boden tatsächlich mal nicht verfügbar sind, weil man sich in einer echten Notsituation mit echtem Risiko darin umzukommen, in der echten Wildnis befindet, dann ist das Dümmste, was man machen kann, dummes Zeug machen. Ja? Also vor jeder Handlung kurz überlegen, was bekomme ich, wenn die Handlung funktioniert? Was ist das Risiko und steht das in einem vernünftigen Verhältnis zueinander? Ja? Bist du am Bluten und musst jetzt über eine Schlucht springen, um auf die andere Seite zu kommen, weil du weißt, da muss ich nur noch den Hang runterrollen, dann bin ich im nächsten Dorf. Alternativ muss ich ganz weit außen rumlaufen und bis dahin bin ich verblutet. Dann mag es vielleicht Sinn ergeben, zu versuchen, über diese Schlucht zu springen. In jedem anderen Szenario ist das eine verdammt dumme Idee. Da gehst du außen rum, bist einen Tag später gerettet, aber bist sicher gerettet. Und das ist eben diese Don't-do-stupid-shit-Mentalität. Das ist das Allerwichtigste. Die Grundlage bei Survival überhaupt. Geh keine bescheuerten Risiken, für die es nicht mal eine vernünftige Belohnung gibt, ein. Die Belohnung muss schon verdammt krass, nämlich die sofortige Rettung zum Beispiel, sein, um ein völlig unverantwortliches, dämliches Risiko einzugehen. So, und deswegen ist Pilzessen wirklich von allen Survival-Experten, die wirklich welche sind, als absolutes No-Go, wenn man den Pilz nicht wirklich identifizieren kann, angesehen worden. Weil Pilze haben kaum Kalorien. Die haben 8 oder was pro 100 Gramm. Sowas um den Dreh. Je nach Pilz mag es auch welche geben, die haben 16. Ja, das bringt dir überhaupt nichts. Der Aufwand zum Bücken und Pilz aufheben verbraucht mehr Kalorien, als dass der Pilz irgendwie dir jemals wieder geben könnte. Vergiss es. Dann sammelst du 200 Gramm, dann hast du zwar 32 Kalorien, aber dann musstest du auch doppelt so oft dich bücken. Also das bringt nichts. Die enthalten auch keine wirklichen Vitamine, die dir weiterhelfen. Sie können ein paar Mineralien enthalten, aber die kriegst du auch durch Gletscherwassersaufen. Ist der nächste Punkt. Mineralienmangel in dieser Landschaft, einfach so nochmal als Zusatzwissen, kann eigentlich fast nicht auftreten, weil sie die ganze Zeit Gletscherwasser saufen oder zumindest Gletscherwasser angereichertes Wasser. Der Gletscher reibt Material vom Stein, führt das dann mit seinem Fuß sozusagen Richtung Tal. Irgendwann landet es im Gletscherbach, wird da reingeschwemmt und vom Gletscherbach ausgeschwemmt. Es ist also feinstes Gesteinsmehl auf Schluffgröße im Gletscherwasser drin. Das fühlt sich so ein bisschen an wie knirschendes Mehl zwischen den Zähnen, wenn man das bei einer starken Belastung mit Sediment direkt trinkt. Ich spreche da aus Erfahrung. Das ist auch nicht besonders lustig und man trinkt dann auch automatisch weniger. Aber Mineralienmangel kriegt man dann jedenfalls nicht mehr, weil man einen ganzen Haufen Steinmehl im Prinzip mittrinkt. Das tut dir nichts, das ist harmlos, da kann einem wirklich nichts passieren. Das kann weder Verstopfung verursachen noch irgendwas anderes Schlimmes. Das kommt einfach weitgehend unverdaut. Ein paar Mineralien nimmt der Körper sogar auf, aber weitgehend unverdaut am anderen Ende wieder raus und alles ist gut. Da muss man sich also keine Gedanken machen, weshalb eben in Gebieten mit Gletscherwasser als Hauptwasserquelle Mineralienmangel quasi ausgeschlossen ist. Also da nimmst du so viele Mineralien zu dir, dass der Tagesbedarf mindestens so weit gedeckt ist, dass kein Mangel zu erwarten ist. Ne? Vielleicht ist es nicht das Optimum, aber wer hat das schon? Da muss man sich ja ganz toll vorbildlich nach sämtlichen Ernährungsrichtlinien der WHO und so weiter und so fort ernähren. Also ich mache das ganz bestimmt nicht, aber Mangelerscheinungen habe ich auch dadurch, dass ich mich relativ mies ernähre, auch immer noch nicht. Ja? Also es muss schon sehr viel passieren, um Mangelerscheinungen zu bekommen, weshalb auch die Notwendigkeit, gegen Mangelerscheinungen Pilze zu fressen, die man nicht kennt, nie eintritt. Nie, das gibt es nicht. Das bildet man sich vielleicht ein, aber das ist naturwissenschaftlich gesehen völliger Unsinn. Gut, ja, einfach um es deutlich zu machen. Es gibt fast keinen unnötigeren Tod, als einen falschen Pilz gegessen zu haben. Und dann noch nicht mal aus Not, sondern nur weil, für den Kopf. Ja, tut mir leid, ich kann das nicht schöner verpacken. Es ist eine dumme Entscheidung. Ja, so lieb ihr die zwei vielleicht auch habt, das ist eine dumme Entscheidung. So, ein kleiner Punkt, den ich einfach mal kurz angesprochen haben möchte, weil ich ein böser Mensch bin und mich der Herr Meinecke darauf hingewiesen hat. Mir ist es selber nicht aufgefallen, aber Fritz hat vollkommen recht. Elite-Soldat, kugelsicherer Otto
hat sich nämlich nicht mit seiner Waffe vertraut gemacht und bekommt den Verschluss nicht auf bei der Szene, wo er drei Kugeln reinsetzt. Ja? Also er kriegt den Verschluss nicht auf, dann kriegt er den Verschluss nochmal nicht auf, dann gibt es einen Schlitt und der Verschluss ist offen. Elite-Soldat. Ja? Ganz oben in der Hierarchie der Soldaten, einer der absolut Besten der Besten, kriegt den Verschluss seiner Waffe nicht auf. Ein Grundwehrdienstleistender wird so lange gedrillt, bis er seine Waffe zugegeben. Ottos Waffe dürfte auch ein G36 gewesen sein und nicht, was immer dieses Jagdgewehr da ist, aber er ist ja auch zusätzlich noch Jäger. Und auch als Jäger weiß man, dass man, bevor man mit einer Waffe losgeht, man sich intensiv mit der Waffe vertraut macht, die Waffe einschießt, lernt, wo ist denn überhaupt, ne? Ist da möglicherweise irgendwas verzogen, muss ich vielleicht einen Millimeter weiter links zielen, wo ist der Punkt, wo die Kugel einschlägt. Wenn ich das und das ins Visier nehme, gerade insbesondere wenn ich ein Zielfernrohr habe, dann muss ich eben auch überprüfen, ob das Zielfernrohr richtig eingestellt ist. Im Übrigen sollte man die Waffe dann auch mit Samthandschuhen anfassen, wenn möglich, damit sich das Zielfernrohr nicht verstellt. Das ist alles ziemlich solide, aber das soll auch schon mal vorgekommen sein. Und wenn du nicht mitbekommen hast, dass sich dein Zielfernrohr jetzt gerade verstellt hast und dann legst du an und hast genau das Fadenkreuz exakt auf dem Punkt, wo du treffen möchtest, aber dummerweise ist dein Zielfernrohr etwas verrutscht und dein tatsächlicher Punkt, wo du triffst, da gibt ein Fachbegriff, den ich vergessen habe, liegt inzwischen eher unten links. Du müsstest nicht mit dem Fadenkreuz aufs Ziel zielen, sondern mit dem imaginären Punkt, den du kennst, weil dein Fernrohr sich verstellt hat, etwas unten links, dann kann man das ausgleichen, wenn man mit der Waffe vertraut ist. Zumal man mitten in der Wildnis ohne weitere Einrichtungen auch nicht die Möglichkeit hat, den Punkt, also das Zielfernrohr wieder richtig hinzurichten. Das heißt, du musst ein paar Probeschüsse abgeben, um zu lernen, wo dein neuer Treffpunkt ist, beziehungsweise Haltepunkt, danke, ha! Haltepunkt heißt das Ganze, um eben zu wissen, wohin man überhaupt zielt. Und deswegen ist es essentiell, sowohl für Jäger als auch für Elitesoldaten gehantiert, dass man sich mit seiner Waffe vertraut macht. Und dazu gehört auch, dass man übt mit der Waffe, mit der man es gerade zu tun hat, nach Möglichkeit, also zumindest wenn man sehr vorbildlich Elitesoldatenmäßig mit seiner Waffe umgehen möchte. Oder zumindest was ich mir unter einem Elitesoldaten vorstelle, dass der besten Umgang mit seiner Waffe hegt und nachlädt, wie die Kalaschnikow schießt, ohne nachgeladen zu werden. Ja? Es ist ja ein Elite-Soldat, also der Beste vom Besten. Und der Beste vom Besten bekommt den Verschluss seiner Waffe nicht auf. Ja? Also wie gesagt, ein Grundwehrdienstleistender kriegt das gedrillt bis zum geht nicht mehr, bis du dein G36 mit verbundenen Augen hinterm Rücken zusammenbauen und auseinandernehmen kannst. Okay, das ist etwas übertrieben, aber die Übung gab es tatsächlich. Das musste man nicht wirklich bestehen, aber es gab sie. Aber nichtsdestotrotz, du wirst da wirklich drauf gedrillt, das möglichst schnell und gründlich und präzise zu machen und du kotzt irgendwann vom ganzen Waffeputzen und Waffepflegen. Aber das Ding ist dann einsatzbereit. Und wenn das schon ein verdammter Grundwehrdienstleistender exerzieren muss bis zum Abwinken, dann würde ich mir doch vorstellen wollen, vielleicht ist das nicht die Realität, ich weiß ja auch nicht, was ein Elite-Soldat den ganzen Tag so macht. Ich würde mir vorstellen können, dass, wenn man dem eine Waffe gibt, die er noch nicht kennt, er sich erstmal hinhockt und sich an die Waffe gewöhnt und, wie gesagt, auch das Ding mal einschießt und nachladen übt und ganz oft das Ding volllädt, wieder entlädt, lädt, entlädt, die Handbewegungen drauf hat. Gerade in einem Fall, wo die Waffe ja auch zur Selbstverteidigung gegen Bären genutzt werden muss und man könnte ja mal theoretisch daneben schießen. Für den Fall, dass man doch mal daneben schießt und der Bär auch bulletproof ist, dann wäre es doch vielleicht ganz hilfreich, die Waffe richtig zu beherrschen, ja? Und ich weiß, jetzt gibt es ganz viele, die jetzt einen wutentbrannten Kommentar in die Kommentare schreiben. Wie kannst du dich nur so über den Otto lustig machen? Das ist ganz, ganz, ganz böse von dir. Ich habe nicht gesagt, ich wäre Elite-Soldat. Und ja, es ist böse von mir. Ja, ich bin ein schlechter Mensch. Aber es ist halt auch was Wahres dran. Es ist grundsätzlich aus Naturschutzgründen, wenn vielleicht nicht unbedingt aus Selbstverteidigungsgründen, da kann man geteilter Meinung sein, da streiten sich auch die Experten, aber mindestens aus Naturschutzgründen und Tierschutzgründen und Vorbildfunktion hätte ich es für sehr wichtig gehalten, Pfefferspray dabei zu haben. Weil Pfefferspray vertreibt den Bär, eine Kugel tötet den Bär. Auch wenn du ihn nur anschießen möchtest, ist er hinterher trotzdem tot. Sollte es also zu einem echten Bärenangriff kommen, ich betone ein echter Bärenangriff, dann können sie den Bär nur erschießen.
Na? Oder hoffen, dass er halt wegrennt, wenn sie einen Warnschuss abgeben. Hätten sie neben Gewehr auch Pfefferspray dabei, dann könnten sie einen Warnschuss abgeben. Der andere hält das Pfefferspray in Richtung Bär. Der Bär kommt angerannt. Der andere, während der erste schon vorher einen Warnschuss abgegeben hat, festgestellt hat, okay, Warnschuss hat nicht funktioniert, repetiert. Und nehmen wir an, wir nehmen dafür die Flinte. Die Flinte, die Fabio verwendet, das ist eine Schrotflinte in Anführungszeichen. Die verschießt aber nicht nur Schrot, sondern eben auch Flintenlaufgeschosse. Flintenlaufgeschosse ist eine der Möglichkeiten, einen Grizzly tot zu kriegen. Das bedeutet, man hat da diese große Schrotpatrone, nur dass da halt eben nicht viele kleine Schrotkörnchen drin sind, sondern ein massives Geschoss. Und das hat Power. Ja? Also das macht richtig, richtig große Löcher, beziehungsweise hat eine enorme Stoppwirkung. Und das ist auch etwas, mit dem man einen Bär nicht mal allzu präzise treffen muss und sich trotzdem sicher zu sein, dass der wahrscheinlich hin ist. Ja, mit ziemlich, ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Das müsste schon der krasseste Bär aller Bären sein, um nach einem Treffer mit einem Flintenlaufgeschoss nochmal aufzustehen. Ja, also die machen schon wirklich große Löcher und da steckt auch richtig Wumms dahinter. Die haben auch enorm Rückschlag. Nachteil, Reichweite 30 Meter. 40 Meter, sowas um den Dreh. Ne? Also für mich, für andere Leute vielleicht ein bisschen mehr, aber die effiziente Reichweite ist nicht besonders groß. 100 Meter kannst du damit garantiert nicht mehr schießen. Das geht nicht. Dann ist denen die Power verloren gegangen. Das Geschloss ist einfach zu schwer, zu groß, zu klobig, um über so eine lange Distanz die Geschwindigkeit, das Momentum aufrecht zu bewahren. Ja, also bedeutet Person mit Gewehr bzw. mit Flinte, hat eben dann das Flintenlaufgeschoss ready im Anschlag, kann jederzeit abdrücken, ist hoffentlich ein halbwegs guter Schütze, wenn nicht, hat es hoffentlich noch ein zweites Flintenlaufgeschoss, da müsste man dann wieder schnell repetieren können, weshalb es wieder wichtig ist, wenn die Waffe das einzige ist, was einem vom Bär bewahren kann. Pfefferspray hat man nicht dabei, dann muss man mit der Waffe vertraut sein, Punkt. Ja? Ja, dementsprechend gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Fabio das ist, weil der hat ja die Flinte. Und der Otto könnte also in der Zwischenzeit, da der Fabio mit der Flinte besser auf den Bär schießt, als es der Otto mit seiner Büchse, ich habe die Begriffe lange nicht verwendet, Waffenhandhabung ist eine Weile her, tun könnte. Die Büchse ist potenziell auch tödlich für einen Bär, aber damit müsste man dann schon gut treffen. Mit dem Kaliber, was der Otto da hat, kann man sich nicht sicher sein, dass der Bär nach einem Schuss tot ist. Das geht nicht. Könnte auch sein, dass er sogar noch weiter rennt, wenn du zum Beispiel den Kopf verfehlst und ihm einfach irgendwie nur an der Schulter einen Streifschuss, am Rücken einen Streifschuss oder ähnliches oder auch ein Stück weit durchs Fleisch, aber solange keine essentiellen Organe massiv geschädigt sind, dann rennt der Bär weiter. Beim Flintenlaufgeschoss ist die Aufschlagenergie, die Kraft, die da drin steckt, so groß, dass das selbst bei einem Bär einen totalen Kollaps verursachen kann. Das heißt, der ist einfach von dem Schock dieser enormen Verletzung, die ihm spontan zugefügt wird, der bleibt stehen. Ne? Und der steht dann auch nicht mehr auf, wenn er einmal liegt. Den haut es vielleicht sogar um, je nachdem, wie groß der Bär ist. Und das kann man nicht unbedingt gewährleisten mit einer Flinte. Ne? Kann klappen. Muss nicht, wenn das ein Kopftreffer zum Beispiel ist oder ins Herz. Die Kugel kann auch einmal komplett durch den ganzen Bär durchgehen im besten Fall. Und dann sind diverse Organe im Eimer. Aber wenn man das Herz oder Hirn verfehlt, kann es sein, dass der Bär noch lange genug weiterrennt, je nachdem wie spät man auf ihn schießt, dass er noch bis zu dir kommt und dann hast du ein Problem. Ja, das ist unwahrscheinlich. Aber wir wollen hier ja auf Nummer sicher gehen. So, und bevor man den Bär erschießt, wie gesagt, der zweite, in diesem Fall derjenige mit der Flinte, mit der Büchse, Entschuldigung, Büchse, also das normale Gewehr vom Otto, das ist eine Büchse. Und der nimmt gar nicht erst die Büchse zur Hand, weil die kein sicheres Bärabwehrmittel, also 100% sicheres Bärabwehrmittel ist, sondern nimmt Pfefferspray. So, und jetzt ist der Bär näher, kommt der Bär näher und kommt näher und kommt näher. Der Bär ist, sagen wir, von mir aus 100 Meter nah dran und nähert sich immer noch und das vielleicht schnell. Ja, in dem Fall sollte der Fabio dann, das tut ja nicht weh, das schadet niemandem, gegebenenfalls einen Warnschuss abgeben. Nehmen wir jetzt mal an, der Warnschuss ist nicht erfolgreich, der Bär nähert sich tatsächlich weiter mit hoher Geschwindigkeit zielgenau auf Fabio und Otto drauf zu, dann gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man schießt mit dem Flintenlaufgeschoss direkt auf den Bär und versucht, den zu töten, oder man sprüht halt erstmal Pfefferspray. Pfefferspray, diese großen Pfefferspray-Dosen, die es da in Kanada zu kaufen gibt, die sind ungefähr so groß, ja, die sprühen
paar Sekunden, so 8, das ist ziemlich lang, das ist wirklich verdammt lang in so einer Situation. Und damit kann man vor sich sprühend, ja, so mit ein bisschen Schwanken, quasi eine Pfefferbarriere in der Luft aufbauen, beziehungsweise den Pfefferstrahl vor dem Bär bereits entstehen lassen. Der Bär rennt im besten Fall, so soll das angewendet werden, das ist die offizielle Empfehlung. Der Bär rennt, wenn man Zeit genug hatte, von rechtzeitig zu sprühen, in den Pfefferstrahl rein. Man kann, während der Bär näher kommt, noch ein bisschen nachjustieren, dass man wirklich Nase und Augen nach Möglichkeit trifft. Und bis der Pfeffer wirkt, dauert manchmal gar nicht, manchmal eine Sekunde, ganz selten 2 Sekunden. Aber dadurch, dass die Reichweite dieser großen Pfeffersprühdosen doch einigermaßen okay ist, hat man ungefähr mindestens noch eine Sekunde Zeit, die meistens ausreicht, dass der Bär nochmal in den Pfeffer reinläuft, dann feststellt: Scheiße, hier ist ja Pfeffer. Das heißt, die Pfefferwirkung hat es bis ins Hirn des Bärs geschafft. Der Bär dreht mit seinen sehr, sehr schnellen Reflexen, wie jedes Wildtier, sofort ab, macht, dass er wegkommt. So einen Schmerz hat er noch nie erlebt, furchtbar. Macht, dass er wegkommt, Situation unter Kontrolle, nichts ist passiert. Sollte nach der Sekunde mit dem Pfefferkontakt, ja, wirklich nur eine Sekunde zugegeben, viel mehr Zeit sollte man sich dann schon auch nicht lassen, wenn der Bär massiv auf einen zugestürmt kommt, dann kann immer noch der zweite, die Reflexe setze ich mal voraus, oder von mir aus auch 2 Sekunden Reaktionszeit im Auto, 1 Sekunde, Führerscheinprüfung kennen wir alle, ne? Aber 1 Sekunde reicht normalerweise völlig, um dann immer noch den Abzug zu drücken, die ganze Zeit mit der Flinte den Bär verfolgen, ne? Mit der Flinte muss man ja sowieso, das lernt man auch in der Jagdscheinausbildung, man muss ja fliegende Objekte verfolgen, Peng, Tontauben schießen. Und das ist also überhaupt kein Problem, da dann den Bär noch abzuschießen. Jeder, der einen Jagdschein nicht gemogelt hat und ihn geschenkt bekommen hat, sondern wirklich gemacht hat, der kriegt diesen Schuss hin, wenn er da mal irgendwann in den letzten 20 Jahren noch eine Schusswaffe in der Hand gehabt hat. Ich hoffe, das ist bei Fabio der Fall. Wenn nicht, sie hätten sie ja eigentlich, also zumindest in Deutschland dürftest du, wenn du schon eine Waffe führen darfst und mit der Waffe in der Pampa rumlaufen darfst und dann eine Jagderlaubnis hast, dann darfst du die Waffe auch einschießen. Das heißt, dann darfst du in dem Gebiet auch rumballern, auf nichts, was sterben könnte, wenn man drauf schießt, um deine Waffe kennenzulernen. Ja? Naja, gut. Aber dadurch, dass sie gar kein Pfefferspray dabei haben, provozieren sie, dass sie den Bär umbringen müssen, sobald der Bär beschließt, sie anzugreifen. Und das ist vom Tierschutzaspekt her einfach ein bisschen blöd. Ja? Weil für die zwar ein Abenteuer und für uns eine Spaßveranstaltung muss nicht unbedingt ein Bär sterben. Das ist einfach nicht notwendig. Beziehungsweise das Risiko, dass ein Bär stirbt, hätte man mit Bärenspray noch mal reduzieren können. Und es hätte ja sogar gereicht, eine Flasche Bärenspray mitzuschleppen, so aus Gewichtgründen, wenn die zwei immer schön zusammenbleiben. Und das wäre dann auch in Ordnung gewesen. Ja, bezüglich Bärattacke muss man allerdings auch noch sagen, wir sehen, ganz weit hinten ist ein Bär. Otto schreit, hey Bär oder was auch immer. Bär kommt tatsächlich näher. Bär ist immer noch sehr weit weg. Ja, die GoPro verzerrt das ein bisschen, aber er ist immer noch sehr weit weg. Es macht Peng. Da ist auch nichts dran auszusetzen. Man kann an dieser Situation schon einen Warnschuss abgeben. Du hast ja noch mehr Munition in der Kanone. Geht, kann man machen. So, danach Schnitt. Ja? Ist der Bär weggelaufen? Ist der Bär noch näher gekommen? Haben sie den Bär umgebracht? Hat der Bär sie umgebracht? Das ist unwahrscheinlich. Wir wissen nicht, was dann passiert. Entweder, also jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum ist das so geschnitten? Entweder sind die beiden Kameras von den beiden, die vorher noch am Laufen waren, just in dem Moment ausgefallen, wo der Fabio abdrückt, weil Kameras grundsätzlich ausfallen, wenn irgendwo ein Schuss fällt. Möglichkeit Nummer 1, und das Bildmaterial existiert nicht. Möglichkeit Nummer 2, man hat aus irgendwelchen Gründen beschlossen, uns das spannendste Bildmaterial der bisherigen Serie nicht zu zeigen. Das potenziell spannendste Bildmaterial. Und da kann man sich jetzt schon fragen, ne, ganz objektiv, warum nicht? Gibt es da einen guten, nachvollziehbaren Grund, weshalb man... Es wird langsam kalt, ne? Ich bin vorbereitet. Oh, tactical! Ja, sind halt die ich gerade griffbereit hatte. Und sie sind halt wirklich warm. Und da ich nichts Feines bedienen muss mit den Händen, kann ich auch die Dinger hier anziehen. Ja, jedenfalls,
Warum hat man das gemacht? Ja, es gibt keinen nachvollziehbaren Grund. Und die nächste Szene in der nächsten Folge ist ja dann, dass Fabio und Otto uns erzählen, dass das ein krasser Bärenangriff war. Wir wissen gar nicht, ob es ein Bärenangriff war. Für einen Bärenangriff müsste der Bär wirklich noch mal deutlich näher gewesen sein, beziehungsweise noch näher gekommen sein nach dem Warnschuss. Insbesondere, wenn er den Warnschuss ignoriert hätte und danach weiter auf sie zugerannt wäre. Das wäre dann ein Bärenangriff. Ob das passiert ist, werden wir nie erfahren, offensichtlich, weil man uns das Bildmaterial nicht zeigen möchte. Vielleicht ist der Bär bei Warnschuss auch sofort weggerannt und man hat sich dann aus Dramaturgiegründen dafür entschieden, so zu tun, als wäre es deutlich dramatischer gewesen, als es dann tatsächlich letzten Endes war. Jetzt will ich es aber auch nicht zu sehr kleinreden. Für einen Mitteleuropäer ist ein Braunbär, der da in der Nähe auf dich grob in deine Richtung rennt, sicherlich angsteinflößend, insbesondere nach den letzten Bärenunfällen, die wir so erlebt haben. Ich hätte da auch ein bisschen Dinge in der Hose, die sich da normalerweise nicht drin befinden sollten, und kann das ein Stück weit nachvollziehen. Was ich kritisieren möchte, ist einfach das fehlende Bildmaterial, Authentizität und so weiter und so fort. Werden wir hier verarscht und soll das als gefährlicher dargestellt werden, als es tatsächlich war? Das würde mich interessieren. Ja? Bärenangriffe, ja, gefilmte Bärenangriffe gehen regelmäßig viral. Die haben regelmäßig Hunderttausende oder Millionen von Aufrufen, wenn du als Short oder als kurzes normales Video auf YouTube krassen Bärenangriff in sonst wo in den Titel schreibst, am besten noch auf Englisch, ist ja scheißegal, gehört ja gar kein Text dazu, beziehungsweise man kann ja untertexten, was Fabio und Otto zu diesem Bärenangriff zu sagen haben, und das Hey Bär versteht eh jeder. Und das könnte man nochmal zusätzlich als krass virales internationales Video auskoppeln. Warum lassen sie sich dieses Geld entgehen? Wenn ich einen gefilmten Bärenangriff hätte, die paar tausend Euro, die das insgesamt an Aufrufgeldern einbringt, da reden wir wirklich von ein paar tausend Euro, die würde ich doch mitnehmen wollen. Kadaver mitschleifen ist blöd. Nächster Punkt. Ja? Kadaver mitschleifen, wirklich, wirklich eine blöde Idee. Abgesehen davon, dass der Fabio schöne, lecker riechende Flecken auf seinem Rucksack hat, die viel Freude machen und im Lager wahrscheinlich auch noch vor sich hin stinken. Rückenmark, das vor sich hin vergammelt, ist was, das man durchaus, wenn man eine nicht allzu, sage ich jetzt mal, verstopfte Nase hat, das sollte man eigentlich ganz gut riechen können. Also Verwesungsgeruch, ich muss da leider auch aus Erfahrung sprechen, hat schon mal das eine oder andere kaputte Tier im Wald gefunden. Das riecht man schon gut. Selbst ich als Riechlegastheniker, ich habe eine sehr schlechte Nase. Das nimmst du wahr. Das sind auch noch Urinstinkte, dass unser Gehirn auf Verwesungsgeruch sehr wohl schnell reagiert, weil uns das immer noch die paar Instinkte, die wir noch haben, als wir mal noch draußen gelebt haben, ne? Also Steinzeit und solche Späße, da war das noch essentiell wichtig, dass man, sobald man merkt, oh, hier verwest was, davon ausgehen kann, dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass hier gerade was verwest, möglicherweise damit noch was zu tun hat. Oder du findest noch ein bisschen was am verwesenden Fleisch, was halt noch nicht am Verwesen ist, und möchtest das vielleicht noch nutzen. In jedem Fall ist es zum Überleben hilfreich zu wissen, dass hier gerade irgendwo was Verwesendes rumliegt. Entweder um dich fernzuhalten oder um nachzugucken. Und drum nehmen wir das relativ gut wahr. Also das ist das Problem Nummer eins. Das nächste Problem ist, Verwesungsgeruch noch erheblich besser wahrnehmen tut der liebe Bär. Und der liebe Bär könnte, wenn er feststellt, da bewegt sich was Verwesendes durch die Landschaft, durchaus gewillt sein, was ist denn das? Das ist ja, das macht mich ja neugierig. Es wurde irgendwo ausgeführt, dass vor allem junge Braunbären gefährlich sind. Das ist korrekt, weil die sind halt eben neugieriger. Alte Braunbären, die haben irgendwann auch schon mal einen Menschen gesehen, fanden den nicht besonders bemerkenswert und hatten dann keinen Bock mehr und interessieren sich da nicht nennenswert für und ignorieren unser Eins. Bestenfalls, nicht immer. Und junge Braunbären sind halt neugierig und die lockst du super, super zuverlässig an, wenn du das Verwesen des Dingens mit dir herumschleppst, weil normalerweise bewegt sich das nicht. Das stellt also alles auf den Kopf, was ein Bär kennt, und ist für den entweder ein bisschen beängstigend, okay, eher unwahrscheinlich, das ist ein Bär, der braucht keine Angst vor gar nichts haben. Der Bär weiß, dass er ein Bär ist. Das ist ja das Gefährliche. Braunbären wissen, dass sie alles platt machen können, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja? Und mit dieser Einstellung gehen sie auch durchs Leben. Wenn dich irgendwas interessiert, dann guckst du dir doch an, weil gefährlich werden kannst dir eh nicht. So in dem Stil. Ja, die haben keinen Feind. Niemand. Außer Babybären, dann einen anderen männlichen Braunbär. Das schon. Aber ansonsten
quasi keine Feinde, außer vielleicht männliche Braunbären, andere männliche Braunbären. Im Rahmen von Revierkämpfen, im Rahmen von Zankereien um Weiblein und sowas in die Richtung. Ja, aber ein wandernder Kadaver, das ist eher interessant, da kommt man da mal nachgucken. So, jetzt haben viele in die Kommentare geschrieben und am entsprechenden Video, ja, darum hat der Fabio ja den Kadaver auch immer an den Baum weit weg vom Lager gehängt. Ja, aber was ist unterwegs? Ja? Was ist unterwegs, wenn du irgendwo im Gestrüpp unterwegs bist? Der Bär kann dich riechen. Du kannst den Bär nicht wahrnehmen. Der Bär weiß vielleicht, da ist irgendwas. Er weiß aber nicht, was da ist. Der Bär kommt da also an. Die beiden aus Panik schreien rum, rennen vielleicht durcheinander. Wissen wir nicht. Ja? Man weiß nicht, wie man in der Situation reagiert. Vielleicht nehmen sie auch geistesgegenwärtig ihre Gewehre gemütlich aus dem Rucksack. Werden sie sie nicht nämlich schon in der Hand haben, weil sie das nicht ständig tun. Weil scheinbar die Gefahr durch Bären offensichtlich doch nicht als so wahnsinnig groß wahrgenommen wird, weil sonst müsste man die Waffe immer am Anschlag haben. Also nicht im Anschlag, aber vor dem Körper, wirklich griffbereit, so tragen, dass du die hochnehmen kannst, entsichern, gegebenenfalls hochnehmen, durchladen, entsichern, buff. Ja? Also geladen, noch nicht durchgeladen, aber geladen und das vorm Körper, wenn das die einzige Selbstverteidigungsmöglichkeit ist, die man da dabei haben soll, das wäre dann die Vorgehensweise, die jemand, der jagdlich ausgebildet ist, normalerweise so nach Lehrbuch in dieser Situation verwenden würde. Ja? Aber sie haben sie lieber im Rucksack. Warum auch immer. Beim Militär, da hat man auch, ich habe nicht einmal mein G36 irgendwie im Rucksack transportiert. Zum Rumstehen auf dem Platz, wenn du deine Waffe am Mann haben sollst, damit sie halt am Mann ist, damit sie nicht irgendwo rumfliegt. Jemand hat sie mal auf dem Klo vergessen. Oh, das gab Ärger. Aber ich nicht. Ich habe viel Scheiß gebaut, aber meine Waffe habe ich nie irgendwo liegen lassen. Und da ist es ein völliges Unding, die Waffe wegzupacken und sie gemütlich irgendwo hinten im Rucksack noch unter einer Abdeckung zu transportieren. Ich habe keine Ahnung, welche Armee der Welt diesen Pack deine Waffe gemütlich weg Rucksack herstellt. Weiß ich nicht. Ja? Also ich habe gelernt, Waffe, wenn du schon mit Waffe rumrennst, wenn die Notwendigkeit gegeben ist, mit Waffe rumzurennen, dann hast du die vorm Körper und kannst sie benutzen, wann immer das notwendig sein sollte. Ja, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Genau, Kadaver mitschleifen. Also der zieht den Bär an, der riecht den, der findet ihn interessant. Den Kadaver neben dem Lagerplatz irgendwo weit weg zu verstecken, damit der Bär nur dahin geht, das ist dann in Ordnung. Das würde man auch machen, wenn man anders stark duftende Dinge dabei hat, zum Beispiel Essen. Das müsste man auch weit weg vom Lager entweder auf den Baum packen, da es da keine Bäume gibt. Es gibt für solche Fälle auch Bärcontainer, also so große, im Prinzip eine super stabile Tupperbox. Ja? Wirklich super stabil, die ist dann auch schwer, aber da kann man dann sein ganzes Essen und so weiter und so fort reinmachen, kann die auch am Lager weg, vom Lager weg irgendwo hinlegen. Man kann sie ja nicht auf den Baum packen, ist ja kein Baum da. Und wenn ein Baum da ist, dann sind die Bäume so winzig, dass ein Braunbär die wahrscheinlich runterschütteln könnte oder den Baum einfach fällen, indem man ihn umdrückt. Von daher, in der Landschaft ergibt das keinen Sinn, irgendwas auf den Baum hängen zu können. Dann wäre eben, wie gesagt, so eine Bärbox die Methode der Wahl, falls man dann überhaupt irgendwelche Nahrungsmittel hätte, die man dann bärensicher deponieren wollen würde. Ja? Das ist also schon richtig, das außerhalb des Lagers, aber noch besser ist es halt gar nichts Stinkendes dabei zu haben. Zumal diese Bärkanister, die sind auch geruchsdicht oder fast geruchsdicht. Wenn der Bär direkt drüber steht, riecht er dann trotzdem was. Aber von weiter, weiter Ferne angelockt werden wird er normalerweise nicht, wenn man so einen Bärkanister nutzt. Also in Bear Country grundsätzliche Regel für sicheres Unterwegssein in Bear Country nicht riechen. Ja, soweit es irgendwie vermeidbar ist. Nach Mensch riechen ist noch okay, Schweiß etc., kein Problem, aber nicht nach was Essbarem riechen und schon gar nicht nach was Leckerem Essbarem. Bären sind wahrscheinlich, gehen wir schwer davon aus, in der Lage, kalorienreiche Nahrungsmittel von nicht kalorienreichen Nahrungsmitteln olfaktorisch zu unterscheiden. Sprich, riecht's nach Wurst, riecht's nach Nüssen, riecht's nach Butter, Fett, sowas in die Richtung, dann kommt der Bär mit Sicherheit. Ja, soweit wir das bisher sagen können aus der Forschung. Ja, dann habe ich noch ein Verständnisproblem. Ich möchte betonen, das ist jetzt keine Kritik in dem Sinne. Ich verstehe es nur einfach nicht. Und ich habe viel drüber nachgedacht und habe auch versucht, irgendwie rauszufinden, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe mir die bisherigen Reactions angeguckt, aber ich finde keine Erklärung. Warum
geht man mit einer Caribou-Lizenz, also dass man ein Caribou schießen dürfte, was übrigens rechtlich saumäßig verwirrend ist und sehr schwierig zu bekommen, dürfte auch sehr teuer gewesen sein. Was, wenn das tatsächlich so teuer ist, wie ich vermute, dass das ist, dass sie da ohne Jagdaufseher rumlaufen dürfen, so sie dann keinen haben, der irgendwo im Hintergrund noch mitschleicht, das Gerücht gibt es auch. Kann ich nichts zu sagen, kann ich weder bestätigen noch verneinen. Aber wenn sie da tatsächlich ohne Jagdaufseher rumrennen dürfen, dann müsste das verdammt teuer gewesen sein, weil das lassen die sich bestimmt super, super, super teuer bezahlen. Und das erklärt dann auch, warum das angeblich ein, ich glaube, sechsstelliger Betrag gewesen sein soll, was die ganze Veranstaltung gekostet hat. Soll wohl unglaublich teuer gewesen sein. Naja, jedenfalls... Wozu hat man eine Caribou-Jagderlaubnis, wenn A, man gar nicht vorhat, ein Caribou zu schießen, beziehungsweise das Caribou nur im absoluten Notfall geschossen werden soll? B, Mist, ich habe keine Finger. B, wenn man ein Caribou nicht verwerten kann. Das geht nicht. Ja, du bräuchtest ein Gefährt, mit dem du ein komplettes Caribou, so ein Tier kann locker 100 Kilo wiegen, problemlos, ganz problemlos, die sind auch gerne mal deutlich schwerer. Allein Fleisch. Ja, das kannst du nur transportieren, wenn du ein Quad oder dann halt im Winter ein Schneemobil da hast. Ja, niemand würde auf die Idee kommen, der Einheimischen ohne ein Quad oder ein Schneemobil oder in einer Riesengruppe, dass jeder sich 70 Pfund Caribou auf den Rücken packen kann, dann geht das vielleicht auch, aber es ergibt keinen Sinn, in so einer Situation mit dem Geraffel, was die schon haben, nochmal, ich bin Wissenschaftler, ja, ich kann das nicht nachmachen, was die da tun, aber ich kann es trotzdem beurteilen, weil ich halt Erfahrung mit ähnlichen Tätigkeiten habe. Ja? Und ob du nun 35 Kilo trägst oder 37 oder 38 oder von mir aus 40, wenn man den Fabio-Rucksack mit dem Geweih dran sich anguckt, aber eine Flussdurchquerung ist immer noch eine Flussdurchquerung. Das ändert an der grundsätzlichen Sache nichts. Und Schießen ist immer noch Schießen und ein Bärenangriff ist immer noch ein Bärenangriff. Die Umstände, wie sie sich jetzt ausgesucht haben, wie sie die ganze Veranstaltung machen wollen. Aber muss man trotzdem sagen, was ist der Plan? Ja, die können ein Caribou totschießen. Das kriegen sie hin. Da spricht nichts dagegen. Die Ausrüstung ist vorhanden. Das ist auch nicht besonders schwierig. Caribous sind nicht so scheu, dass man nicht so nah rankommen würde, dass man sie mit dem Zielfernrohr erwischt. Und ein guter Schütze, und das gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass Elite-Soldat, kugelsicherer Otto in der Lage wäre, so ein Caribou auf eine größere Entfernung zu treffen. Der kann sich ja dafür auch hinlegen und so weiter und so fort. Der hat garantiert so viel tolle, krasse grundsätzliche Ausbildungen im Umgang mit einem Gewehr durchgeführt, dass er auch ohne ein G36, das ja ohnehin angeblich immer daneben schießt, angeblich. Also ich war zufrieden mit dem Ding. Sehr zufrieden. Ist eine hochpräzise Waffe. Meine Erfahrung. Egal. Jedenfalls, der müsste das doch eigentlich hinkriegen können. Ja, aber was dann? Dann haben sie da einen Haufen Fleisch liegen, können sich davon jeder zwei Steak rausschneiden und dann liegen dann noch, keine Ahnung, 100 Kilo Caribou in der Gegend rum. Erstens müssen sie es mal aus der Haut rauskriegen. Da wissen wir hoffentlich, gehen wir aber schwer davon aus, dass der Otto weiß, wie das geht. Das ist eine Mordsarbeit, das musst du erstmal hinkriegen. Ja, aufbrechen, das kriegt jeder hin. Jeder, der auch nur ansatzweise einen Jagdschein hat, kriegt einen Caribou den Bauch aufgeschlitzt und dann den ganzen Krempel da rausräumen, der da halt so drin ist. Ne? Die Innereien muss man direkt verzehren, kann man auch roh machen, das ist super, das ist prima. Für den Jäger eine tolle Sache. Und gerade auch in naturverbundenen Ländern wie Kanada, gerade zum Beispiel ein Inuit-Jäger oder was, der würde sich da sofort frisches Herz, frische Leber und so weiter und so fort wahrscheinlich roh reinziehen. Das Fleisch roh verzehren ist ja in der Inuit-Kultur sowieso völlig normal und ja, von daher kein Thema. Das sollten die zwei dann theoretisch auch tun, wenn sie da mal sowas erlegt haben. Einfach auch als Zeichen, für mich ist das persönlich wichtig, ja, traditionelle Jagdausübung, jede Jagdausübung, fast alle, hat irgendwelche Traditionen. Auch in Deutschland gibt es ja jede Menge, vielleicht ein bisschen antiquiert wirkende Jagdtraditionen, die aber auch den gleichen Ursprung haben wie der Inuit, der sich bedankt bei der Robbe, indem er im Schnee kniet oder was auch immer die genau tun. Aber es gibt da richtige Dankesrituale, sich beim erlegten Tier zu bedanken dafür, dass das Tier gestorben ist, um sie zu ernähren. Jede Jagdkultur, ne, auch die deutsche, hat
ihre Rituale, ihre, ja, Respektbekundungen für das Tier, das sein Leben gegeben hat, um dich zu ernähren. In unserem Fall zum Beispiel wäre das die letzte Äsung, dass man einem geschossenen Schalenwild, insbesondere im Reh, im Hirsch, noch ein Zweiglein ins Maul steckt, so quasi als Zeichen. Also das soll ein Zeichen des Respekts sein. Das ist nicht irgendwie Blödsinn oder ob man davon ein Foto schießen muss und das auf Instagram posten. Das ist eine andere Frage. Ja, das ist eine ganz andere Frage. Aber dieses Symbol der letzten Äsung finde ich schön. Ja, es darf doch mit Respekt passieren, wenn man einem Tier das Leben nimmt, um das dann aufzuessen. Das muss mit Respekt passieren, finde ich. Ja, und mit Dankbarkeit. Und von daher, ja, aber das ist ein anderes Thema. Sie haben da jetzt also einen Karibu geschossen. Und was machen Sie jetzt damit? Ja, den ganzen Teil verwesen lassen. Sie können es nicht räuchern, zumindest bisher hätten Sie es nicht räuchern können, weil gar nicht genügend Holz da gewesen wäre, um die Räucherei zu betreiben. Dann würde die Räucherei in jedem Fall viel zu lange dauern, um das gesamte Fleisch zu räuchern. Und dann könnten Sie es, selbst wenn Sie es geräuchert bekommen, haben Sie nicht mehr genügend Zeit, um das in Ihren 30 Tagen zu schaffen, dann könnten Sie es niemals mitschleppen, weil es dann einfach Menschen unmöglich wird, dieses Gewicht noch zu transportieren, in Anbetracht dessen, dass die eh schon so viel Zeug dabei haben. Das heißt, wenn Sie ein Karibu schießen würden, dann könnten Sie sich da, wie gesagt, jeder einen Pfund Rückensteak rausschneiden und ein bisschen Eingeweide und der Rest bleibt liegen. Natürlich wird das verwertet, das holen sich die Wölfe, das holt sich der Bär. Da kommt jedes bisschen weg, keine Frage. Aber ja, es ist vielleicht schon auch nicht ganz Sinn der Sache und wird auch von Jägern nicht gern gesehen. Wenn du als Jäger ein Stück erlegst, ja, dann hast du dieses Stück auch so gut wie es geht. Das ist die hohe Kunst. Nutze 100%. Ja? Nutze alles. Das gilt als größte Kunst, gerade bei Wildnisjägern, bei Leuten, die in der Natur, in der richtigen Natur jagen gehen. Dass man dann wirklich absolut alles verbraucht und diesen wertvollen Rohstoff, für wen, den eben das Tier gestorben ist, um ihn dir zu bereitzustellen, so kann man das sehen. Das muss man nicht so sehen, aber so kann man das sehen und das machen die meisten Jäger, weil irgendwie muss man das für sich selber ja auch ethisch-moralisch rechtfertigen, dass man gerade ein Tier getötet hat. Und ich verstehe das voll und ganz, ne? Also ich hab's nie, ja, ich habe ja auch, das muss ich an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, ich habe die Jagdausbildung mitgemacht, ich habe aber keinen Jagdschein. Das hat viele Gründe, unter anderem finanzielle. Ich war da gerade pleite und konnte die Schießausbildung nicht mitmachen. Ich habe die Waffenausbildung mitgemacht, die Waffenhandhabung, aber ich würde wahrscheinlich nichts treffen. Ich kann das Ding laden, ich kann das Ding den Verschluss bedienen und so weiter, weiß, wie die Waffe funktioniert. Aber mit einem Jagdgewehr habe ich noch nie doch, ein paar Mal gab es Gelegenheiten. Ja, das gab es schon. Aber nur sehr wenige Schüsse abgefeuert. Mit dem G36 schaut es anders aus, halt wie jeder Grundwehrdienstleistende. Bin es auch nicht so, dass ich da besonders viel rumgeballert hätte. Es reicht, um mitreden zu können, nicht, dass ich aber behaupten würde, Elite-Soldat zu sein. Oder sowas. Ja, ich weiß, böser Seitenhieb. Gut. Ja. Was machst du da mit dem Karibu? Ja, das ist ein Stück weit Verschwendung. Und vielleicht wollen sie deswegen auch kein Schießen und hungern lieber und hätten lieber kleine Tiere. Es gibt da übrigens auch den interessanten Ansatz, den viele Jäger, das habe ich auch schon häufig gehört, ich sage nicht jeder, aber es sind zumindest eine Personenmehrheit verfolgt und damit Schwierigkeiten hat, dass die lieber einzelne große Tiere erlegen. Und dann hast du ein Leben genommen und kannst davon tagelang dich und vielleicht sogar deine Familie ernähren, je nachdem, wie groß das Tier ist, das man da erlegt hat, anstatt dass man zig Leben nimmt und 80 Schneehühner schießt, wovon ja ein Schneehuhn ist eine große Mahlzeit. Also das ist eine große, große Mahlzeit, wohlgemerkt, ne? Aber zwei normale Mahlzeiten, wenn man kleine Mahlzeiten machen möchte, dann von mir aus vier. Und das war's dann aber auch, ja. Und du musst ja schon viele Schneehühner umbringen und viele Leben nehmen. Und wenn du als Jäger und als naturverbundener Mensch, und das ist bei den Inuit auf jeden Fall so, das weiß ich, da war ich in einem wunderbaren Museum in Sisimiut, wo sie das sehr schön erklärt haben, wie auch die Einstellung zur Natur der alten Inuit, bevor sie eben europäisiert, also die grönländischen sind europäisiert, die kanadischen natürlich nicht, aber ja, bevor sie eben europäisiert wurden, haben sie gerade eben das
Auch, da war alles, also in der Inuit-Kultur, der grönländischen, ich weiß nicht, was die Kanadier da machen, aber das dürfte ähnlich gewesen sein, alles ist belebt. Ja, die komplette Natur, alles darin hat eine Seele, Tiere erst recht, aber auch ein Stein, ein Fluss, ein Stück Land, ein Berg, alles hat eine Seele und ein Geist, der dem inne wohnt. Und diese Geisterwelt ist ganz, 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 ganz wichtig. Details kann ich euch jetzt nicht erzählen, aber man möchte so wenig wie möglich die Geister provozieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch eben bedankt, wenn man ein Tier und dessen Geist getötet hat, um das zu essen. Und das nur so viel tut, wie auch wirklich nötig. Und daher auch dieser Gedanke, alles zu verbrauchen vom getöteten Tier. Dass es dann auch wirklich, wirklich auch gewürdigt wird, was man da an Ressource bekommen hat. Ja. Und drum lieber ein großes Tier als viele, viele kleine. Aber das ist nur eine mögliche Denkweise. Das sind so ein paar philosophische, jagdphilosophische Gedanken, die ich einfach noch zum Besten geben wollte. Jedenfalls verstehe ich nicht, wozu sie so eine Rentierlizenz haben, weil ich glaube, es gibt auch einen ziemlichen Shitstorm, wenn sie das, ein Rentier, ein Karibu ist dasselbe. Ne? Also Rentier und Karibu sind die gleichen Tiere. Ein Rentier ist kleiner, das ist quasi ein kleines Karibu, ein bisschen kleineres Karibu, aber die sind miteinander fruchtbar kreuzbar. Das heißt, die können fruchtbare Nachkommen haben. Das sind einfach wie ja, dunkelhäutiger Mensch und hellhäutiger Mensch. Das gibt bekanntermaßen auch fruchtbare Nachkommen. Ja, so in diesem Verwandtschaftsverhältnis stehen Karibu und Rentier. Nur damit das jeder begreift. In keinster Weise, dass ich jetzt irgendwie was über den Wert von hell- oder dunkelhäutigen Menschen aussagen möchte. Der ist selbstverständlich identisch. Bevor mir da irgendjemand was unterstellen möchte. Gut, aber rein biologisch, ne? Gibt es nun mal Unterschiede. Population A wohnt in Europa, sieht so aus, dass sie sich ein bisschen an Europa angepasst hat. Population B wohnt meinetwegen in Asien, sieht so aus, dass sie sich ein bisschen nach Asien angepasst hat. Das ist ganz normal in der Biologie. Da nur damit man mir nichts Ethisches unterstellen kann. Das ist rein biologisch. Gut, generell ist es eine hervorragende Idee, wenn man sogar als Luxus eine Bürste für den Bart dabei hat. Dann hätte man doch als Luxus vielleicht auch ein Mückennetz für den Kopf mitnehmen können. Einer der Gegenstände in den Top 5 der Dinge, die ich für ein Survival-Gedöns in Schweden oder Norwegen oder Kanada oder Grönland oder sonst irgendwo im hohen Norden mitnehmen würde, ist immer ein Mückennetz. Du wirst wahnsinnig. Die Viecher bringen dich um den Verstand. Du brauchst ein Kopfnetz. Ohne Kopfnetz wirst du wahnsinnig, ist zumindest meine Erfahrung. Dass die zwei noch nicht wahnsinnig geworden sind, glaube ich zumindest, nötigt mir sehr, sehr, sehr viel Respekt ab. Aber das fehlt definitiv in der Ausrüstung. Einfach noch Mückennetz. Ja, warum nicht noch ein Mückennetz? Ihr habt schon so viel Krempel mitgeschleppt. Nehmt doch noch zusätzlich ein Mückennetz mit. Das hätte euch doch niemand vorgeworfen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ja, ein Mückennetz haben sie nicht dabei. Wäre hilfreich gewesen. Feuerle machen und mit dem Rauch versuchen, die Viecher zu vertreiben. Funktioniert ein Stück weit, aber spätestens nicht mehr beim Laufen. Und man kann nicht bei jeder Pause sofort ein Feuer machen. Das heißt, man kann schon, solange dann genügend Holz rumliegt. Aber das braucht natürlich unnötig Kalorien und unnötig Kraft und Zeit und so weiter. Gut, dann wollte ich noch sagen, die Rucksäcke sind außerordentlich schlecht. Ja, das liegt jetzt nicht daran, dass es Militärrucksäcke sind, vielleicht doch, aber es gibt auch gute Militärrucksäcke im Sinne von, die gut sitzen. Warum? Physik. Ja? Ihr könnt jetzt gerne sagen, nee, Military-Ausrüstung ist best, always, immer und sowieso. Aber es gibt halt auch bei der Militärausrüstung Schrott. Ja? Wer schon mal den großen Kampfrucksack der Bundeswehr auf dem Rücken hatte und den mit viel Gepäck durch die Gegend geschleppt hat und danach irgendeinen anderen Rucksack getragen hat, der weiß, es gibt auch Schrott beim Militär. Auch bei der Bundeswehr, übrigens auch beim österreichischen Bundesheer, weil ihren Rucksack möchte ich mit 40 Kilo auch nirgendwo hintragen, nirgendwo, nicht mal 3 Meter, also wirklich nicht. Also und bei den Schweizern sieht es ähnlich aus. Ja, also du musst schon eine verdammt harte Sau sein, um mit diesen Militärrucksack
diesen Standard-Infanterie-Auszubildenden kleinen Popelsoldaten-Rucksack irgendwo hin zu latschen. Ne? Also es gibt Schrott-Militärausrüstung. Das nur mal am Rande angemerkt. So, und warum sind die Rucksäcke, die Zweiter dabei haben, scheiße? Zumindest der von Fabio. Es gibt viele Einstellungen, wo man den Rucksack unabhängig vom Fabio in die andere Richtung schwanken sieht. Das ist ein absolutes Killer-Argument, weshalb man diesen Rucksack entweder scheiße gepackt hat oder dringend einen neuen Rucksack braucht und der Rucksack überhaupt nicht zum Träger passt. Ich habe es eben schon als Texteinblendung reingeschrieben, aber damit das nicht untergeht. Ich weiß inzwischen, dass das ein Scharfschützenrucksack, der für sauschwere 10 Kilo oder so Scharfschützengewehre ausgelegt ist. Und wenn das Gewehr der mit Abstand schwerste Ausrüstungsgegenstand ist und man ein Scharfschützengewehr eben schon im Rucksack mitschleppen kann, weil man das nicht ständig in der Hand haben muss, um ständig Scharfschütz zu schießen, das braucht ja Vorbereitung, da muss man lange zielen und sich genau vorbereiten und so weiter und so fort. Ne? Da ergibt es dann schon Sinn, die Waffe erstens hinten am Rücken zu transportieren und zweitens im Rucksack und drittens ist dann der schwerste Inhaltspunkt des Rucksacks eben direkt am Rücken und das andere Zeug ist alles leichter. Und daher weiter außen. Also für ein Scharfschützengewehr ergibt dieser Rucksack schon Sinn. Das ist häufig bei taktischer Ausrüstung so. Das ist ja die Definition von taktischer Ausrüstung. Sie hat einen genauen Zweck, wofür sie gedacht ist. Für diesen einen Einsatzzweck ist sie gebaut und dafür auch super geeignet. Ja? Aber häufig schwierig Zweck zu entfremden. Zum Beispiel mit diesen leichten Waffen, die die jetzt dabei haben, vergleichsweise leichten, ist der Rest vom Rucksack natürlich deutlich, deutlich schwerer, womit der Schwerpunkt viel zu weit außen liegt. Aber das ergänzt gleich noch der Ben vor Ort. Weil der Rucksack schwankt nach da, während du dich nach da lehnst. Das braucht jedes Mal Kraft. Du musst jedes Mal ausgleichen, dass dein Rucksack in der Gegend rumschwankt. Die Mikromuskulatur des Körpers, ne, vor allem der Rücken, der muss das jedes Mal ausgleichen, damit du das Gleichgewicht behalten kannst. Und wenn bei jedem Schritt dein Rucksack schwank, 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 schwank macht, braucht das unglaublich Kraft, macht den Rücken schnell kaputt. Da kann man sehen, was für eine super harte Sau dieser Fabio ist. Ja, der ist, was Leidensfähigkeit angeht, wirklich ein extrem harter Brocken. Dumm ist es trotzdem. Ja, also so böse muss ich das jetzt wirklich formulieren. Es hätte zig bessere Rucksäcke gegeben. Zum Beispiel ein Kiaika von Fjällräven in 100 Liter Ausführung. Da hätten sie auch in all ihren Geraffel reingekriegt. Man kann auch noch zur Not was dranhängen. Der hat ein hervorragendes Tragesystem und er hält die Last nah am Körper. Ne? Simple Physik. Wenn das hier jetzt der Fabio ist. Der Fabio läuft hier rum. Ich meine so. Wusch. Ja, der Fabio ist ja schnell. Und der Fabio hat jetzt am Rücken einen... Das ist der Fabio, ja. Und der Fabio hat jetzt am Rücken einen schmalen Rucksack. Dann hält der schmale Rucksack, ne, das Gewicht hängt direkt am Rücken vom Fabio und zieht hier runter. Und je weiter das Gewicht jetzt weg ist, Hebelgesetz, Physik, ne, je weiter das weg ist, desto mehr, desto stärker wird der Hebel, den Fabio nach hinten zu ziehen. So, und da jetzt dieser blöde Militärrucksack, den der Fabio da trägt, quasi noch ein Fach hat, zwischen, also hier, wo ich jetzt durchgucke, zwischen Rücken und eigentlicher Last, wo man die Gewehre reinpackt, ist die Last viel weiter weg vom Rücken, als sie eigentlich sein müsste. Und der Hebel, der dich nach hinten zieht, ist viel größer. Also schleppt der Fabio gefühlt, wenn er einen vernünftigen Rucksack hätte, wahrscheinlich nicht 35 Kilo, sondern 50 oder irgend sowas durch die Gegend und würde mit einem gescheiten Rucksack wahrscheinlich eine extreme Erleichterung und erheblich besser das Gepäck tragen können, als er es tatsächlich kann, weil er diesen schrottigen Zwei-Gewehre-Reinsteck-Rucksack dabei hat. Ich hatte es eben schon angedeutet, es ist auch in keinster Weise weder für einen Jäger noch für einen Soldaten besonders sinnvoll, seine Gewehre ewig weit wegzupacken, wenn du dich die ganze Zeit im Feindesland im Sinne von Bären aufhältst. Ja? Ich mache mich diesmal nicht über die Militärausrüstung lustig. Ich habe es im letzten Video getan. Geschenkt. Kann jeder mitnehmen, was er möchte. Aber der Rucksack ist objektiv schlecht. Ja? Weil
miserable Gewichtsverteilung. Der Fabio ist auch ständig hier am Rum, gerade in der ersten Folge, da ist er ständig am Rumziehen, am Festhalten, am Gurt so laufen. Ja, das sind alles Zeichen dafür, dass dein Rucksack erstens schlecht sitzt, zweitens zu schwer ist, drittens schlecht ist, schlicht und ergreifend. Für die Person. Mag sein, dass es Leute gibt, die diesen Rucksack gut tragen können, aber allein konstruktionsbedingt, das sagt übrigens auch der Fritz Meinecke in seiner Reaction und sieht das genauso. Man merkt, der Mann hat Erfahrung. Ja, also ich merke an häufig, der Fritz hat inzwischen echt Erfahrung und dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Ob man den Fritz jetzt mag oder nicht, das ändert nichts daran, dass der inzwischen einiges gemacht hat und dabei einiges gelernt hat und ganz, ganz ähnliche Dinge kritisiert, wie auch ich. Teilweise freundlicher, dass der Meinecke mal freundlicher ist als ich. Ach ja, aber der kennt die Kerle auch persönlich. Gut, das noch zum Rucksack. So, und jetzt wollte ich zum Schluss nochmal erwähnen, weshalb mich dieser Begriff Survival Squad stört. Das hatte ich in meinem ursprünglichen Video, was mir viele angekreidet haben, hatte ich mich erst relativ viel drüber aufgeregt, dass das kein Survival ist, was die da tun. Wegen mir kann man Survival nennen, aber es ist kein gutes. Ja. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Jetzt großartig rumzuposaunen, was ab wann ist denn Survival jetzt Survival? Von mir aus ist die Tour Survival. Meinetwegen, ja. Aber dann ist es schlechtes Survival, was sie da zeigen, weil sie den Grundsatz Don't do stupid shit nicht beachten, weil sie dumme Entscheidungen treffen. Nicht, dass die beiden dumm sind, aber sie treffen dumme Entscheidungen. Und das sind grundsätzliche Dinge, die man für gutes Survival eben anders machen sollte oder zumindest versuchen sollte, sie anders zu machen. Beziehungsweise man, ja, ne, ob man sich jetzt deswegen Survival Squad, das mittelmäßige, ganz schlecht ist es dann auch nicht, ne, aber das mittelmäßige Survival zeigt, ob man sich dann Survival Squad nennen möchte, das ist letzten Endes, ne, kein geschützter Begriff, man kann sich schon so nennen. Ja, aber es ist wirklich kein besonders gutes Survival, was sie uns da zeigen. Wir haben jetzt außer von Feuer machen, was ich unter den Bedingungen, in denen jetzt sonst so Feuer gemacht wurde, auch gekonnt hätte, wirklich problemlos. Das war nicht schwierig. Da waren keine schwierigen Feuermachbedingungen mehr dabei, bis auf die erste. Danach war es ja immer einigermaßen trocken und so weiter und so fort. Und dann gab es offensichtlich auch genügend Totholz, teilweise durchaus ziemlich trocken sogar. Die Landschaft trocknet auch sehr schnell ab, das muss man wissen. Wenn es da regnet, ist da sofort alles feucht. Wenn es da nicht mehr regnet, ist innerhalb von einem Tag durch den ständigen Wind, durch diese super trockene arktische Luft, das hat uns auf Grönland total begeistert, meine Frau und mich, wie schnell da Dinge trocknen. Du hast ein nasses Kleidungsstück, hängst eine halbe Stunde in den Wind und zack, ist es furztrocken. Das geht ruckzuck. Ja? Und das ist auch fürs Holz relevant. Ne? Also wenn es nass ist, alles nass. Wenn es nicht nass ist, alles trocken. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Diese enorme fehlende Luftfeuchtigkeit, die absolute Trockenheit der Luft, die sehr schnell entsteht. Entweder nass oder trocken. Das liegt daran, dass kalte Luft fast kein Wasser aufnehmen kann, dadurch, dass die halt die Moleküle relativ eng beieinander sind. Und das bisschen Wasser, was dann da ist, von der sehr trockenen, kalten Luft sofort aufgesaugt wird, dann ist die Luft auch sofort gesättigt, aber der viele Wind sorgt dafür, dass alles eben sehr schnell austrocknet. Ja, das heißt, Feuer machen ist bei gutem Wetter da oben dann gar nicht mehr so schwierig und das mögliche Anfeuerholz wird dann auch schnell trocken. Wenn es aber regnet, ne? Haben wir gesagt. Ja, aber das nur mal am Rande angemerkt. Ich kann mir diesen Kommentar nicht verkneifen. Ich bin mit diesem Begriff Survival Squad nicht einverstanden. Jemand wollte wissen, ja, wie hätten sie es denn dann nennen sollen? Wander Squad wohl kaum. Adventure Squad, wie wäre es denn damit? Ich mag den Squad-Begriff auch nicht, aber ja, persönliche Empfindlichkeiten, das ist mir dann auch klar. Und dass das Ganze nur eine Show ist und man da nicht zu viel dran rumnörgeln sollte, das darf man selbstverständlich so sehen, aber deswegen habe ich ja den Disclaimer vorne dran geklatscht. Ich meine, ihr hört mir jetzt immer noch zu. Ihr wollt scheinbar meine Meinung wissen, dann müsst ihr jetzt halt meine Meinung auch ertragen. So, und zum Schluss nochmal die Lückenüberbrückungsbären. Ich habe da jetzt das Ende ein bisschen abgekürzt und werde jetzt auch gleich zum Schluss kommen.
Für mich ist es halt insgesamt einfach Show. Und gerade durch so Sachen wie dem Beschiss mit den Booten, dass sie auf einmal plötzlich Boote dabei haben, machen für mich das Survival Squad weniger authentisch als Seven vs. Wild. Ja, das mag auch nur eine Unterhaltungsshow sein, mit ein bisschen Survival-Elementen, aber zumindest weitestgehend. Zumindest bis kurz vor dem Eklat mit den Grillanzündern, die im Feuerkit dabei sind, die aber im Behind the Scenes nicht erwähnt werden. Der Fritz hat sich dazu in einer Reaction seinerseits mal wieder geäußert, aber das ist ein anderes Thema, das könnte man gerne woanders mal noch ansprechen. Aber abgesehen davon finde ich persönlich Seven vs. Wild wirklich authentischer, weil das, was du da zu sehen kriegst, das ist dann schon bisher meistens so gewesen, mindestens in Staffel 1 und 2, dass das so auch wirklich stattgefunden hat. Und wenn es halt langweilig war, dann war es halt langweilig. Und dann ist das aber auch so veröffentlicht und auch so gezeigt worden. Und man hat da nicht irgendwelche künstlichen Überdramatisierungen über das tatsächlich Passierte hinaus reingepackt. Ne? Also nicht den Bärenangriff als krassen Cliffhanger, der dann gar keiner war, und nicht die, wir gehen 300 Kilometer zu Fuß, obwohl wir es gar nicht vorhaben. Und das sind so die beiden Hauptpunkte, ne? Ja, und das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen, weshalb ich das eben gar nicht mal so toll finde. Und dann haben viele noch angemerkt, aber du müsstest doch die Landschaft super toll finden. Ja, die Landschaft ist schön, keine Frage, aber es ist auch immer nur dieses eine Tal. Das ist also eine denkbar langweilige Route, mit der man durch Kanada laufen kann. Wäre man irgendwie mal die Berge hoch, auf der anderen Seite wieder runter, hier und da mal über den Pass, dann wäre das ganze landschaftlich auch mal ein anderes Tal rein, wäre das erheblich abwechslungsreicher. Und ja, gerade in die Berge hoch, wirklich mal auch ein Panorama, ein schönes haben. Mal abgesehen davon, dass die Drohne das natürlich auch von unten liefern kann. Aber das fehlt mir persönlich so ein bisschen. Und darum finde ich es landschaftlich gar nicht mal so bolle. Also da war Grönland erheblich spannender, der Arctic Circle Trail. Wer den mal machen möchte, der ist doch für arktische Lebensräume viel, viel, viel abwechslungsreicher. Auch wenn es da überhaupt keine Bäume gibt. Aber dafür verschiedenste Felsen, verschiedenfarbig, ganz viel unterschiedliche Seen, unendliche Weidenlandschaften. Dann auch mal gerne mit Fluss und also ich hab das wirklich viel abwechslungsreicher in Erinnerung. Ja, aber ja, letzten Endes, Entschuldigung, Nase, ist es eine Unterhaltungsshow und ich persönlich spüre das sehr stark, dass es eine Unterhaltungsshow ist. Und ja, die genannten Punkte haben mich so sehr geärgert, dass ich da einfach keinen großen Spaß mehr dran haben kann. So, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ihr keinen Spaß dran haben dürft. Das ist mir vollkommen egal. Grund für dieses Video, um das jetzt nochmal klarzustellen, ist vor allen Dingen wirklich, dass es so oft gefragt wurde, dass ich das halt unbedingt jetzt nochmal erzählen wollte. Ich bin eigentlich wirklich sehr damit beschäftigt, den Adventskalender vorzubereiten. Aber ja, wir haben es jetzt hinter uns und für mich ist das Thema jetzt auch abgeschlossen. Also egal, was da jetzt noch passiert, nochmal was zum Survival Squad werde ich nicht machen. Und das war's. Ne? Also bedanke mich und ja, kuschelt ein Bär, wenn ihr das nächste Mal einen seht. Und damit bin ich raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.